Wir begrüßen Sie zu einer neuen Serie oder Sendung vom NATO-Untersuchungsausschuss. Wir haben uns heute zum Thema genommen, die Faktenchecker. Faktenchecker ist ein sehr, sehr großes und spezielles Thema, um es nebenbei abzuhandeln. Wir beginnen heute quasi damit. Das Thema Faktenchecker ist das Thema im Moment überhaupt. Die Beteiligten in unserer heutigen Expertenrunde beschäftigen sich damit schon sehr, sehr viele Jahre. Aus welchem Grund wird später detailliert erläutert. Neben dem großen Thema Zensur, dass sich beides gegenseitig bedingt, sollte am Ende der Sendungen oder der einzelnen Teile klarer werden. Es geht dann nämlich um Meinungshoheit und Reichweiten. Ich möchte kurz ein Zitat von Caitlin Dirk, verbessere mich bitte, wie wird sie richtig ausgesprochen? Caitlin Caitlin Johnstone ist schon richtig. Johnston, die in deinem Magazin, du bist ja Geschäftsführer von Free 21, ich blende das mal für Ich die, all bin jene. Chefredakteur. Geschäftsführer ist jemand anders. Genau, sieht man das jetzt? Nee, es wird ausgeblendet, aber vielleicht kann man es einblenden. Von Free 21 und hast einen Artikel von ihr veröffentlicht. Und dort sagt sie, Zensur ist schlecht, denn nur durch die freie Meinungsäußerung kann sich eine Gesellschaft an der Wahrheit orientieren, Kurskorrekturen vornehmen, wenn sie in die Irre geht und Macht zur Verantwortung ziehen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Zensur von der Regierung oder von Tech-Oligarchen ausgeübt wird. Nur Schwachköpfe tun so, als sei dies eine seltsame Sache des rechten Flügels. Man sagt, Redefreiheit bedeutet nicht Reichweitenfreiheit. Und die Antwort darauf lautet immer, doch, du Idiot. Das stelle ich jetzt mal über das Thema und möchte unsere Experten für heute vorstellen. Thomas Röper ist Medienanalyst und beackert nicht nur das deutsche Magazin Spiegel und seine Beiträge mit täglich wie viele Klicks in etwa auf deiner Homepage, lieber Thomas? Im Schnitt 150.000. Er übersetzt uns Beiträge aus russischen Medien und strukturiert Wissen, das er mit einer überaus potenten Person im Hintergrund dem Internet entlockt. Wir sind wegen der Sprachbarrieren sehr froh, dass ein Deutscher in Russland wichtige Detailfragen beantworten kann. Dirk Pohlmann ist Journalist, überdies auch ein großartiger Dokumentarfilmer und Tausendsassa in allen nur denkbaren Themen und Formaten, wie zum Beispiel Exo-Magazin mit Matthias Bröker und Robert Fleischer oder der Sendung Geschichten aus Wickighausen mit Markus Fiedler, den ich gleich vorstelle. Er hat nicht nur oft geheimnisvolles Wissen, er kennt sich im Thema Geheimdienste bestens aus und nicht nur dadurch vermutlich in vielen gesellschaftspolitischen und geopolitischen Themen, die der Geheimdienst bespielt. Gleich an dich nach der Vorstellung eine Frage. Markus Fiedler ist als bethantischer Wissenschaftler bekannt. Er ist Biologe, Musiker und Pädagoge und vor einigen Jahren zu einem Thema vorgedrungen, das oberflächlich eigentlich jeder Student oder Schüler kennt oder viel eher zu kennen glaubt. Denn dass die Wikipedia-Plattform zur Desinformation und Manipulation ursächlich geschaffen wurde, ist den wenigsten Menschen bewusst. Hast du schon einmal Wikipedia Geld oder ausschließlich Aufmerksamkeit gespendet, lieber Markus? Nein, weder noch. Aufmerksamkeit, ja, Na, klar. aber hallo. Also wir haben der Wikipedia sehr viel Aufmerksamkeit gespendet. Ich gebe zu, ich habe ja auch am Anfang mal einen Artikel reingeschrieben in die Wikipedia. Das habe ich auch schon groß und breit ausgeführt und dabei ist aber auch geblieben. Ne? Das heißt also, das Okay. ist wahrscheinlich auch der Otto-Normalbenutzer, der wenig reinschreibt, nur halt über sein Fachgebiet. Und wir haben aber das Phänomen, dass da Leute zu allen möglichen Themen schreiben und im Minutentakt müsste man sagen, dann fragt man sich, wie kommen sie denn zu dem Wissen, was sie da eintragen? Oder haben sie überhaupt Wissen? Okay, vielen Dank. Später erzählst du uns natürlich noch ein bisschen mehr. Und der nächste im Bunde ist der Sergei Filbert. Wir kennen uns von Koblenz im Dialog und zusammen machen wir den Kanal oder den YouTube-Kanal Druschbar FM. Er betreibt einen sehr, sehr guten russischen Kanal, Golos Germani.
und übersetzt in diesem Kanal für alle Nichtwissende deutsche Texte, Politiker, Wissenschaftler ins Russische, damit ja viele Russischstämmige in der Welt wissen, was in Deutschland gedacht wird. Vornehmlich kümmerst du dich um die alternativen Medien. Ist das korrekt oder übersetzt du auch im gleichen paritätisch den öffentlich-rechtlichen, also den Mainstream? Also es war früher mindestens 50-50. Sag auch, ich habe Mainstream mehr übersetzt, weil ich habe ja sehr viele Satiriker übersetzt, Gerhard Polt, Peace Pairs. Und dann wurde ja angefangen, auch die Anstalt, dann wurde angefangen Zensur in YouTube und das war immer schwieriger. Dann habe ich meistens dann mehr, weil ich nichts anderes mehr konnte, alternative Meinungen, so nennt man sie ja hier. Das werden wir heute besprechen, wer das dann entscheidet, was alternativ ist und was überhaupt erlaubt ist. Und mittlerweile, ja, also ich übersetze immer noch Sarah Wagenknecht, Politiker, und aber meistens natürlich einfach aus rechtlichen Gründen dann von unseren alternativen Medien, weil die sind immer froh, wenn das, was die sagen oder die Interviews auch die anderen hören. Also die sind da nicht irgendwie geizig und sagen, ich habe hier meine Urheberrechte und keiner soll das benutzen, das geht gerade. Ah ja, okay, das spielt auch eine Rolle, klar. Mein Name ist Sabine Jahn und ich führe heute durch die Sendung. Zur Einordnung sollte jedoch so ein kleiner Überbau geschaffen werden. Und da bitte ich den Dirk, etwas Klarheit zu schaffen. Wozu werden Faktenchecker eigentlich in der Regel benötigt? Beziehungsweise kannst du uns erläutern, was Journalisten oder was ein Faktenchecker leisten muss, vielleicht gehen wir dann auch in den Journalismus hinein. Wie definiert man da Journalismus? Und die zweite Frage orientiert sich eher an einem ehemaligen, da bin ich jetzt letztens drüber gestolpert, an einem ehemaligen russischen KGB-Agenten, der in den 80er Jahren zum Westen überlief. Und der meinte, dass nur etwa 15% seiner Arbeit in Spionagetätigkeit investiert würde, der überwiegende Teil der Arbeit aber an Desinformation gespendet wird. Also, und kommt zu dem Schluss, Menschen, die 25 Jahre Manipulation ausgesetzt war, dass sie resistent für Fakten und andere Zusammenhänge sind. Stimmt das? Ich finde, ja, also das Wichtigere ist eigentlich der erste Teil. Der Faktenchecker ist eine neue Erfindung, den gibt's noch nicht lang. Also als ich an der Uni war, gab's den nicht. Als ich gearbeitet habe, aber auch nicht, solange ich Dokumentarfilme gemacht habe, gab's auch keine Faktenchecker, sondern das ist die natürliche Aufgabe jedes Journalisten, der etwas schreibt, dass er seine Tatsachen überprüft. Und das ist eingeführt worden eigentlich als neue Kategorie, um eine Art übergeordnete Instanz zu schaffen, die dann so aussieht, als wenn sie es besser wüsste. Sie sieht aber nur so aus. Das heißt, man bringt das Ganze in einen Konnex von, dass es Tatsachen gibt und die erfährt man eben in den entsprechenden Medien, die auch die Faktenchecker einsetzen oder sie benutzen. Und daneben gibt es das, was zum Beispiel da mit Trump ging, das kann man sagen, los, alternative Fakten genannt hat, also minderwertige Informationen. Und das ist eigentlich das Gefälle zwischen höherwertiger und minderwertiger Information, was damit insinuiert werden soll, also nahegelegt. Es ist in Wirklichkeit, werden wir dazu kommen, ist es eigentlich, man kann sagen, wenn man es jetzt in der Funktion betrachtet, ein Machtinstrument. Das heißt, wer Faktenchecker einsetzt, sagt damit, ich weiß es besser und ihr müsst zu mir kommen, damit ihr das erfahren könnt, was die Tatsachen sind. Es ist ein im Journalismus unsinniger Begriff eigentlich. Ach so. George Orwell sagte Wahrheitsministerium, nur so als Einwurf. Ja, das ist uns wahrscheinlich allen bekannt, aber man kann den Film immer noch mal als Link hineinlegen. Auf YouTube ist er noch zu finden. Schöne neue Welt. Aber kannst du als Journalist, der ja schon viele Jahre in dem Bereich arbeitet, mal kurz umreißen, wie sieht trotzdem eine vorbildliche Recherche aus? Also ich meine, es geht ja da auch um Fakten. Kannst du da so ein paar gute Koordinaten nennen, erstmal, um den Idealzustand mal kurz einzugrenzen, um sich danach um die Fallstricke zu bemühen, also das, was du gerade benannt hast? Ja, also das macht eigentlich jeder seriöse Journalist, checkt, wenn er in seinem
Bericht Tatsachenbehauptungen hat, versucht er, die belegen zu können. Also so wie ein Wissenschaftler Quellenangaben macht, so sollte man das, haben wir uns eigentlich auch angewöhnt, in vielen Publikationen immer eine Quelle dazu schreiben, wo es herkommt, wenn es eben relevant ist. Das ist eigentlich eine Technik aus dem wissenschaftlichen Arbeiten. Das heißt, wenn man etwas behauptet, sagt man, wo hat man das denn her, damit andere Leute das auch überprüfen können. Ich glaube, dass ich habe jetzt sehr viele Artikel gelesen in den letzten 2 Jahren, gerade wieder einen im Guardian, der über 2 Seiten behauptet, dass zum Beispiel Consortium News, Mintprint News und Grayzone, also 3 der besten amerikanischen journalistischen Publikationen, die alle aus dem Alternativbereich sind, die aber hervorragende Arbeit leisten in dieser Beziehung. Der Artikel besteht aus 2 oder 3 Seiten, wenn ich es ausdrucke, auf DIN A4, von Behauptung, dass dort nicht seriös gearbeitet wird, und keine dieser Behauptungen ist belegt worden. Es wird also gesagt, dort werden falsche Sachen verbreitet, aber keine einzige Quelle, was denn nun falsch verbreitet wurde. Und das ist sozusagen der Standard. Der Standard ist, wenn ich als Journalist arbeite, muss ich es behaupten können, muss ich es belegen können. Ich glaube, dass das viel damit zu tun hat, dass die Zeit im Journalismus immer knapper wird. Es wird zurückgegriffen, und es gibt jetzt zum Beispiel die absurdeste Situation, die ich im letzten Monat erfahren habe, dass ABC macht jetzt Kreislauffaktencheck. Das heißt, wenn Sie das selber bei sich in einer ihrer Publikationen behauptet haben, gilt es als Fakten gecheckt. Also das ist jetzt sozusagen die absurdeste Variante. Aber das ist absurd. Also ich kann nur sagen, man sollte das nicht akzeptieren. Man sollte akzeptieren, dass man angeben muss, wo man das her hat, dass man das tut. Und das machen wir zum Beispiel im 3. Jahrtausend, geben wir immer Links dazu an, woher wir die Infos haben, damit man uns überprüfen kann. Und das macht zum Beispiel die Tagesschau nicht. Die behauptet dann eben, dass sie das alles richtig macht und sagt dann, spricht von Faktencheckern. Und wir haben jetzt ja gerade ein Beispiel, wo die Tagesschau daneben gelegen hat. Ich nehme an, wir kommen dazu, dann halte ich jetzt meinen Mund. Kommt das als Beispiel mit? Ich denke, wir werden noch ins Detail dann gehen müssen, weil es geht ja hier um Meinungsfreiheit. Ja, die Sache mit der Bombardierung von Donetsk. Also das kann ich viel zu erzählen, wenn ihr wollt. Das können wir dann als Beispiel. Okay, dann mach du das nachher. Das ist ein gutes Beispiel. Mal auseinanderpflücken, das wäre ganz gut, immer mal ein Beispiel zu nennen, damit man das einordnen. Man macht keinen Faktencheck bei sich selber. Das ist das Lustige. Faktencheck gilt immer für die anderen. Ja, genau. Also es geht jetzt hier um Meinungshoheit. Und ich möchte da mal die Brücke schlagen und bitte dann auch gleich den Thomas kurz ein Zitat nochmal aus dem Artikel von Caitlin. Wenn Menschen, die die Macht des Status quo unterstützen, Zugang zu den größten Plattformen zur Verstärkung ihrer Rede haben, während Kritiker hierzu keinen Zugang bekommen, wird der eigentliche Zweck des Schutzes der Redefreiheit zunichte gemacht. Der Schutz der freien Meinungsäußerung ist genau deshalb verankert, weil die uneingeschränkte Meinungsäußerung eine Kontrolle der Macht darstellt. Wenn Kritiker der Machtstrukturen des Status quo von den großen Plattformen ausgeschlossen werden, auf denen sich die Menschen Gehör verschaffen, ist diese Funktion zunichte gemacht worden. Und da kommen wir zum Thema der EU-Kommission, die in den letzten Wochen noch einmal besondere Brisanz oder Beachtung beim Thomas Rüpper in seinen Ausführungen bekommen hat auf dem Blog antispiegel.ru. Lieber Thomas, sag uns doch mal, das ist eigentlich ein EU-Zensurkodex, der 2018 gegründet wurde, oder zumindest dieser Kodex wurde entwickelt, so rum. Und er ist jetzt nochmal präsent. Aus welchem Grund ist er heute nochmal präsent, 2022? Und was beinhaltete der EU-Zensurkodex 2018? Bei dem Kodex, ich kann auch die Pressemeldung der EU zeigen, wenn das geht, geht es um Folgendes. Die EU sagt, wir müssen ganz böse Desinformationen bekämpfen. Was Desinformation ist, entscheiden wir. Und um das zu tun, heute ist ja Fernsehen nicht mehr so wichtig, heute geht es ja um soziale Medien, brauchen wir Partner, die mit uns das bekämpfen. Es geht darum, dass dann soziale Netzwerke wie Facebook, YouTube etc. unliebsame Inhalte, die sie als Fake News bezeichnen, zu Fake News erklären, sperren können oder demonetarisieren können. Das heißt, wenn jemand jetzt professionell hauptberuflich einen solchen Kanal betreibt, dann kann er keine Werbeeinnahmen mehr generieren. Sie verstecken die Beiträge und im Zweifelsfall zensieren sie es auch komplett weg. Ich kann also hier die Pressemitteilung der EU zeigen. Also das ist jetzt vom 16. Juni gewesen. Da haben sie gesagt,
Sie begrüßen den neuen gestärkten Verhaltenskodex. Und das Schöne ist, Sie sagen es auch ganz offen, zu den 34 Unterzeichnern zählen große Online-Plattformen wie Meta, also Facebook, Google, Twitter, TikTok, Microsoft, sowie eine Vielzahl anderer Akteure, auch kleinere Plattformen, Online-Werbebranche, Ad- und Tech-Unternehmen, Faktenprüfer von Vertretern der Zivilgesellschaft und so weiter und so fort. Das heißt, hier tun sich alle die zusammen, die Fakten zu erkennen. Und diese Faktenchecker erzählen, dazu komme ich nachher noch im Detail, werden auch bei den sozialen Netzwerken als diejenigen benannt, die erzählen, was die Wahrheit ist. Das bedeutet im Klartext, Facebook sperrt eine Meinung, weil sie sagen, das ist Fake News, Desinformation, berufen sich auf einen Faktenchecker wie Korrektiv, der aber wiederum von der EU Geld bekommt, um festzustellen, was Fakten ist, und mit der EU und Facebook zusammen diesen Vertrag unterzeichnet hat. Das ist also ein riesen Zirkelschluss, in dem sie sich im Grunde alle selbst bestätigen, dass sie recht haben. Das ist in Kurzform das, worum es geht. Das heißt, es geht um Zensur, denn viele Menschen heute informieren sich nicht mehr im Fernsehen und in der Zeitung, sondern viele informieren sich in Sozials, Lüge darstellen etc. Dann ist das de facto Zensur und das wird von der EU höchst selbst in Zusammenarbeit mit eben diesen Organisationen durchgeführt. Vielen Dank, lieber Thomas. Also, um es nochmal kurz zusammenzufassen. Der EU-Zensurkodex soll quasi Medien sperren oder zensieren, um die, so schreiben Sie es auch wohl rein, die nationale Sicherheit. Das ist noch das zweite Thema. Das ist das zweite Thema. Das kam, als diese Geschichte vorgestellt wurde. Da gab es eine Pressekonferenz von der zuständigen EU-Kommissarin. Das ist eine Tschechin namens Jourova. Und die hat in ihrer Pressekonferenz dann auch noch gesagt, dass die Nationalstaaten, also die Mitglieder der EU, bitte mit Zensur nicht darauf warten müssen, bis die EU-Kommission aktiv wird. Das würde ja alles viel zu lange dauern. Sondern sie sollten gerne auch selber aktiv werden und zensieren, wenn sie der Meinung sind, dass irgendwelche angeblichen Desinformationen die nationale Sicherheit bedrohen. Jetzt erinnere ich nochmal daran, wir haben meines Wissens ein Grundgesetz, das das oberste Recht in Deutschland sein soll, in dem in Artikel 5 steht, eine Zensur findet nicht statt. Die EU sagt aber jetzt offen zu Deutschland, zensiere bitte. Da könnten wir mal irgendwann einem Verfassungsrechtler erklären, wie das eigentlich zusammenpasst. Ja, die Zensur, die im Artikel 5 ist, geht es um eine nachträgliche Zensur, findet nicht statt. Ja. Also das ist ein bisschen diffizil mit der Zensur, aber insgesamt kann man trotzdem sagen, dass sich hier ausgerechnet staatliche Stellen darum kümmern, also dass die Wahrheit berichtet wird, ist verfassungsrechtlich sehr bedenklich. Und das würde mich tatsächlich auch interessieren, ob das in Deutschland durchgeht. Aber wir haben mit der EU-Verfassung, sind wir leider, wo auch damals darüber geredet wurde, sind wir in Fahrwasser gekommen, die größere Zensurmöglichkeiten eröffnen. Wir können nachher nochmal reden. England, da hattest du ja einen Artikel zu verfasst. England prescht in dieser Richtung jetzt weit voran. Ja? Also der Trend geht zur staatlichen Zensur, kann man sagen, in der EU. Wir können England kurz abhandeln. In England ist es so, da wird schon seit Jahren daran gearbeitet, die wollen die Menschenrechte komplett neu schreiben. Also die alten Menschenrechte gefallen ihnen nicht mehr. Und da gibt es eine Gesetzesinitiative und diese wurde jetzt jüngst gerade angekündigt. Anlass war, dass Großbritannien jetzt illegale Einwanderer nicht mehr im Land halten will, sondern sie haben einen Vertrag mit Ruanda geschlossen und fliegen die einfach nach Afrika. Der Afghane kommt unter Einsatz seines Lebens in England an, kommt im Flieger und landet in Ruanda. Das hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte verboten. Daraufhin hat Großbritannien gesagt, ach, die Urteile interessieren uns nicht mehr, wir machen jetzt ein neues Gesetz, dass wir da auf den nicht mehr hören müssen und definieren bei der Gelegenheit unsere Menschenrechte komplett neu. Und darin steht tatsächlich, dass, also der Gesetzestext ist noch nicht da, es gibt aber die veröffentlichten aber Regierungsdokumente über die Beratung dazu. Und da kann man drin erfahren, dass ab sofort, also nach Annahme dieser neuen Menschenrechte, in Großbritannien die Social-Media-Unternehmen, also sprich wieder die Internetkonzerne, die Aufgabe bekommen sollen, die freie Meinungsäußerung sicherzustellen. Das heißt, die Leute, die ein kommerzielles Interesse haben daran, dass gewisse Dinge oder auch ein politisches Interesse, dass gewisse Dinge als wahr erkannt werden und andere als unwahr, die erwachen in Zukunft über die Einhaltung der der Meinungsfreiheit. Ist eine sehr interessante Entwicklung, wird in England ein Gesetz gegossen. Ich warte sehr auf den Gesetzestext, der ist noch nicht öffentlich. Bisher haben wir nur die Beratungsdokumente. Okay, also
im Zusammenhang mit der Alina, unserer Kollegin, die aus dem Donbass ja nun einige Monate schon berichtet, haben wir durch diese das richterliche Schreiben ja mitbekommen, dass sie wohl angeblich das psychische Klima in Deutschland aufzuhetzen vermag und mit verzerrender und teils wahrheitswidriger Darstellung berichtet. Faktenchecker sollen ja im besten Sinne Situationen oder einen Kontext klarstellen. Und ich möchte gerne mit euch herausfinden heute, ob die Faktenchecker, die man im EU-Zensurkodex dort quasi aufgenommen hat, also denen man die Gewalt über Millionen oder unter Umständen auch Milliarden von Menschen gibt, etwas klarzustellen, zu sagen, ob was wahr oder richtig ist, dass wir dem auf den Grund gehen, inwiefern sie diesem Anspruch gerecht werden. So, und jetzt möchte ich natürlich Schuss frei geben, denn wir bewegen uns hier da auf schmalen Graden. Ich würde gern das Wort zu Markus Fiedler zuerst abgeben. Er hat sich ganz besonders auf seiner Seite Geschichten aus Wikihausen damit beschäftigt. Mit welchem Faktenchecker würdest du denn beginnen? Wer ist für dich besonders wichtig? Bevor ich damit anfange, möchte ich noch mal eine Sache betonen, weil wir da eben so Jean-Antoine drüber weggegangen sind. Also wir reden darüber, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung hier beschnitten wird, ausgesetzt wird, eingestampft wird, müsste man ja sagen. Das heißt, dass das Recht, von dem das Bundesverfassungsgericht in sehr frühen Rundfunkurteilen sagt und auch sehr frühen Grundsatzurteilen sagt, es ist das konstituierende Freiheitsrecht für Demokratie. Demokratie ist ohne freie Meinungsäußerung nicht möglich. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, wo wir jetzt hier sind. Das heißt, wir reden von einem Abgesang der Demokratie. Nur als Ergänzung, und ich wollte noch mal an Dirk eine Frage stellen. Du hattest eben gesagt, welche Zensur ist damit gemeint im Artikel 5? Eine Zensur findet nicht statt. Welche Zensur hattest du gesagt? Und erklär das bitte noch mal, weil das war, glaube ich, für noch nicht ganz klar. Nee, ich glaube auch, ich weiß jetzt nicht, ob ich, wie ich es gesagt habe. Also es gibt bei uns keine Vorzensur. Das heißt, es gibt, so ist das gemeint, du musst nicht etwas einreichen, damit es veröffentlicht werden kann. Du hast zum Beispiel in Israel hast du eine militärische Zensur. Da musst du, wenn du was machst, muss das vorher von der Zensur freigegeben werden. Von der Militärzensur, das gibt es bei uns nicht. Und das ist immer eine Auslegungssache, also auch bei uns sozusagen, es sind keine falschen Tatsachen, Behauptungen sind auch nicht geschützt. Also das heißt, du kannst strafrechtlich belangt werden, sowohl für Schmähkritik als auch Beleidigung, als auch falsche Tatsachenbehauptungen. Das ist natürlich damit nicht gemeint. Aber ich möchte auch noch mal darauf hinweisen, dass was das Bundesverfassungsgericht, also Artikel 5, da redet man immer von Meinungsfreiheit, aber eigentlich, ich habe mehrmals darauf hingewiesen, ist dieser Begriff ist nicht besonders glücklich. Im Englischen sagt man Freedom of Expression und das ist eigentlich viel besser, Ausdrucksfreiheit. Weil Meinungsfreiheit heißt, ich darf zu Sachen eine verschiedene Meinung haben. Also es gibt da Tatsachen, ja, und die Tatsachen kann man verschieden interpretieren aus einer Perspektive und dann darf ich das tun. Aber hier wird ja so getan, deswegen sagt man ja auch Faktenchecker, als wenn es oberhalb der Ebene der Tatsachen gibt, der Meinung gibt es die Tatsachen und dann gibt es jemanden, der das überprüft und damit bist du draußen. Eins, das ist der erste Angriff. Der zweite Angriff hat gerade Thomas Röper beschrieben. Das heißt, diese ganzen Rechte, die wir haben, sind historisch gewachsene Abwehrrechte des Individuums gegen den Staat. Also das heißt, du hast die Rechte, damit der Staat nicht mit dir machen kann, was er will. Das allererste hieß habeas corpus. Also das heißt, du bist physisch anwesend und darfst nicht einfach die Freiheit entzogen werden in England. Ja, das sind sozusagen der Ursprung. Also die Grundrechte sind Abwehrrechte. Und was sie jetzt machen, ist, sie deuten die um mit ganz viel schönem Wortgetingel drumherum, sagen sie, ja, es gibt aber, du hast auch eine Verpflichtung. Also das heißt, du hast eine Meinungsfreiheit, aber du hast dann auch eine Verpflichtung. Das wird sein, was wir jetzt in England serviert bekommen. Mit großartigen Fanfaren wird die Möglichkeit von jedem Einzelnen, sich gegen den Staat auszusprechen, weggenommen. Und das ist auch das, was Alina
zu lesen bekommen hat. Ich will das gerade mal, weil das ein bisschen, also sozusagen, es geht in einen ganz bestimmten Bereich. Ich habe mir das gerade rausgeholt, Ihre Äußerung, das jetzt von dem Staatsanwalt und dem Richter, der das Ganze dann durchgesetzt hat. Ihre Äußerungen sind dabei geeignet, das psychische Klima auch innerhalb der Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland aufzuhetzen, aufgrund zumindest verzerrender, teils auch wahrheitswidriger Darstellung, einen Dissens innerhalb der Gesellschaft herbeizuführen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt aufzulösen. Das mit dem gesellschaftlichen Zusammenhalt steht nirgendwo in Artikel 5. Ich würde sagen, es ist die Grundaufgabe eines Journalisten, genau da zu gucken, ist da eigentlich wirklich ein gesellschaftlicher Konsens? Das heißt, gibt es andere Ansichten? Das gibt es in ganz vielen Bereichen und darüber soll man sogar berichten. Und hier wird jetzt so getan, als wenn als erstes so eine Art flauschige Variante des deutschen Staates die Verpflichtung des Journalisten beinhaltet, auch entsprechend zu berichten. Das ist alles grotesk. Das geht in Richtung eines autoritären Staates und das ist nicht damit gemeint von dem, was wir eben gesagt haben. Also das heißt, die Zensur, wir brauchen auch gar nicht auf Zensur gehen. Es ist einfach, das Grundrecht ist, dass es einen Meinungsstreit gibt, der in den Medien stattfindet, in dem die Politik hinterfragt wird, in dem zum Beispiel über die Absichten der Politik geredet wird. Die Politik agiert nach anderen Regeln, als der Journalismus agieren soll. Ich sage mal ein Beispiel. Genau. Politiker unterhalten sich meinetwegen, ich habe das gerade gemacht mit Jacques Beau, Interview, Schweiz hat sich unterhalten, ob sie Mitglied der NATO wird. Und dann haben die den Jacques Beau da nach Russland geschickt und der hat das ermittelt und dann kamen sie zurück und dann haben sie gesagt, naja, wir werden darüber nicht großartig reden, über das, was wir hier gemacht haben, weil das ist nicht in unserem Interesse, ob wir das werden. Ein Journalist müsste aber darüber reden, dass sich Staaten Gedanken machen, ob sie Mitglieder der NATO werden oder nicht, was da hinter den Kulissen ist. Das heißt, ein Politiker entscheidet darauf, was die Folgen seiner Handlung sind und der Journalist soll darüber berichten, aus welchen Überlegungen diese Handlung zustande kommt. Er muss also über Dinge reden, über die die Politik nicht reden will. Und das alles wird die Grundlage. Hier geht es nicht um Details. Es geht darum, dass die Grundlage dieses Verständnisses, also man kann sagen, alles, was wir jetzt gehört haben, inklusive dieses Urteils des Richters, sind verfassungswidrig. Also das heißt, ich glaube, dass das Urteil dieses Richters mit einem Fall Alina Lipp ist grotesk, das wird keinen Bestand haben, aber der Zweck dieses Urteils ist nicht, dass man etwas rausgibt, was Bestand hat, sondern eine Atmosphäre herzustellen, in der Leute Angst haben und diese Wortwahl, die ich gerade eben vorgelesen habe, ist 1:1 die Wortwahl des Bundesamtes für Verfassungsschutz, wen sie jetzt beobachten. Das heißt, wir haben hier eine Querfront, eine staatliche Querfront, die geht von den Staatsanwaltschaften, die ja dem Innenministerium weisungsgebunden unterstehen, den Geheimdiensten, haben einen Richter gefunden, der das sozusagen billig ausgeführt hat und Journalisten, die entsprechend berichten. Das ist der Abgesang auf die freiheitlich-demokratische Grundordnung. Also wir werden ja noch sehen in Zukunft, wie der Richter entscheidet, vielleicht die nächste oder die übernächste Instanz. Ich wäre jetzt bei Markus gar nicht. Mit seinem kühlen Alster. Ja, ich wette darauf, dass dieses Urteil keinen Bestand hat. Wir haben ja in den letzten Jahren Dirk, da halte ich gegen. Da halte ich diesmal gegen. Also, endlich eine Wette mit Markus Wiedler. Also ich spendiere eine Pizza, wenn das funktioniert. Ja. Das Problem ist, wir werden es nie rausbekommen. Dirk und ich haben schon lange keine Wetten mehr gegenseitig bekommen, weil wir meistens einer Meinung sind. Ich wollte noch was ergänzen. Markus, ganz kurz. Das Problem ist, wir werden es nicht rausbekommen, weil Alina ja gar nicht vorhat, nach Deutschland zu kommen und das jetzt auszutesten. Also wird eher schwierig. Die Frage ist, Dirk, kann der Rechtsanwalt alleine agieren, ohne dass die Alina dabei ist, weil sie sich im Ausland aufhält und Strafe fürchten muss, wie... Ja, beispielsweise ja. Kann es zu einem Verfall in Abwesenheit kommen in Strafsachen in Deutschland? Strafsachen ist ein Bereich, mit dem ich nicht auskenne. Ich habe öffentliches Recht gemacht in meinem Nebenfach. Ich gehe davon aus, aber sie kann sich von einem Anwalt vertreten lassen und sie wird auch vor Gericht, also es wird wenn sie dagegen vorgeht, also sie hat ja einen Anwalt, dann wird es eine weitere Instanz geben und dann könnte der Anwalt, könnte sie vertreten. Ja. Ich könnte mir nur vorstellen, dass sie ziemlich viel Panik bekommt, wenn sie dann nach Deutschland kommt. Im Falle Assange
wissen wir alle, was mit ihm passiert ist. Er ist erst geflüchtet und dann ist er doch vom Land ausgeliefert worden. Aber gehen wir mal dann jetzt ins Detail. Ich möchte noch was zu dir ergänzen, das müssen wir. Okay. Also, es gibt ja noch eine weitere, es gibt ja haufenweise Verfassungsgerichtsurteile zum Thema Meinungsfreiheit und Meinungsäußerung. Ja. Es geht sogar noch weiter. Also Dirk sprach ja immer von einem Marktplatz der Meinungen als Stichwort da. Und es geht halt darum, dass diese widerstreitenden Meinungen versuchen, auf diese Gesellschaft einzuwirken. Und gerade Gruppen oder Personen, die versuchen, gestalterisch auf die Gesellschaft einzuwirken, da hat der Staat sich rauszuhalten. Es sei denn, die bewegen sich weit außerhalb der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Aber ansonsten darf er da gar nicht einwirken. Das, was wir jetzt haben, ist eine... Und bei Meinungsfreiheit geht es sogar noch weiter. Da müssen sie aktiv dagegen vorgehen. Genau. Also das heißt, nicht nur reden, sondern handeln. Also mit Schusswaffe oder... mit Mistgabel oder sowas, ja. Also das genau. ist weitestgehend geschützt. Das, was wir jetzt haben, ist ein Begriffsmissbrauch. Der Verfassungsschutz ist kein Verfassungsschutz, sondern das, was wir hier gesehen haben, also ich sehe da schon ganz, ganz viele Parallelen zu dunkelsten Zeiten aus Deutschland, also auch von der Formulierung her. Das ist ein Ministerium für Staatssicherheit. Ja, das ist die DDR hatte eine korrekte Benennung. Der Begriff Verfassungsschutz ist sowieso... Das ist ein Regierungsschutz, das muss man mal so sagen. Und es geht hier um die Lenkung der öffentlichen Meinung. Und jetzt kommen wir eigentlich mal zu dem Thema zurück, was Sabine eigentlich von mir wissen wollte. Also, Lass mich dich kurz nochmal stoppen. Weil ich denke mir, wir erleben ja hier bei dem Sender oder bei dem YouTube-Kanal, solange wie er noch existiert, dass auch viele, viele neue hinzukommen. Und die, ich sag mal so, das Fazit, um was es geht, was ihr da betrachtet oder zu dem Schluss, zu dem ihr kommt. Da sind ja viele noch gar nicht so weit. Ihr versucht es natürlich zu erklären, aber ich würde doch mal von dem besten Fall ausgehen, dass Faktenchecker von einer Regierung, die es gut mit den Menschen meint, wir müssen das jetzt auch mal so angehen für Unwissende, dass es also Institutionen gibt. Und ich würde doch sagen, wie bei einer Gerichtsverhandlung sollte man den Beweis antreten, was machen die wirklich? Tun Sie das, was uns versprochen wird, als Sabine, du gehst Otto Normalverbraucher. Ne? Du gehst von einer falschen Prämisse aus. Der Staat. Also nein, ich gehe nicht davon aus. Ich gehe von den Menschen aus, die davon ausgehen, dass der Staat, und wir haben es mit der vielen Staat Millionen hat Menschen aus dem, zu suchen. Genau. Aus dem Mainstream zu tun, die davon ausgehen, dass diese vielen Institutionen zu ihrem Wohle sind und bedienen sich ja letztendlich auch aus den Mainstream-Medien. Also das muss Sabine, man ja schon mal. Sabine, es steht sogar drin, also ich gerade als Lehrer, es gibt diesen Beutelsbacher Konsens. Und das nennt sich Überwältigungsverbot. Das heißt also, du darfst die Schüler nicht indoktrinieren. Mhm. Und das Gleiche gilt auf der großen Ebene. Der Staat hat kein Recht dazu, die Bürger in eine bestimmte Richtung zu lenken, die er gerne haben möchte. Also Staat in diesem Sinne halt Regierung und exekutive Instanzen, die da dann nachgeschaltet sind. Das heißt also, diese Meinungsbildung hat sich in der Bevölkerung, in dem Volk abzuspielen. Und das macht nicht die Regierung. Selbstverständlich haben wir das Problem, dass natürlich die Leute, die gerade die Exekutive regeln, dass die natürlich einen Vorteil haben im Vergleich zu allen anderen Gesellschaftsschichten. Aber da können wir uns noch lange drüber unterhalten. Und also nochmal, diese ganze Geschichte, die wir jetzt hier sehen, ist eine Lenkung der öffentlichen Meinung, die ist per se schon nicht vorgesehen im Grundgesetz. Mhm. Das ist grundgesetzwidrig. Ja, dann möchte ich doch nochmal kurz zum Dirk schalten und der Thomas bestimmt auch noch was sagen. Ich habe immer noch eine Frage offen, die ich jetzt endlich mal beantworten wollte eigentlich. Die Frage, Markus, darauf möchte ich dann kommen. Du lenkst ja dann oder du gehst dann davon aus oder wir sollten davon ausgehen, dass wir also breit informiert sind, dass wir eine gute Bildung haben, dass wir abwägen können, was richtig und falsch ist. Was ist denn oder was passiert denn, wenn wir einen bestimmten Teil dieses Wissens gar nicht bekommen, Dirk? Dann passiert das, was jetzt gerade stattfindet. Die Menschen suchen nach Fakten, suchen, was ist wahr und was ist richtig, weil sie ja einen Teil von uns, von den Alternativen mitbekommen und die Mainstream-Medien hören. Ja, diese Trennung Alternativmedien, Mainstream-Medien ist auch nichts, was irgendwie im Grundgesetz oder beim Bundesverfassungsgericht vorkommt. Das ist
eine neue Entwicklung, zu der es überhaupt keine Rechtsprechung gibt. Und die ist auch, es war, einige von den Urteilen vom Bundesverfassungsgericht sind von Minimedien ausgelöst worden, wie zum Beispiel das Blinkführ-Urteil. Das war eine Publikation, eine kommunistische Zeitung mit 200 Auflage oder sowas. Ja, also das ist überhaupt nicht der Punkt. Es geht um die kategorischen Sachen. Und nochmal, was Markus gesagt hat, ist richtig. Der Staat hat sich aus der Bildungsbildung rauszuhalten. Deswegen gibt es zum Beispiel öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten, die sogar das Gebot der Staatsferne haben. Das heißt, sie müssen pluralistisch, ausgewogen und staatsfern sein. Und die Privatmedien sind per se, also aus der Geschichte und per Natur, sind sie eigene Medien. Wir haben ein Verbot von Staatsmedien in Deutschland. Nicht der Staat macht Faktenchecken. Das wäre, hätten sie gerne, aber ist nicht im Grundgesetz vorgesehen, sondern wir produzieren diesen Marktplatz. Und es ist auch ganz klar, weil der Bürger soll ja letztendlich die Politiker dann wählen und bestimmen, die er für am geeignetsten hält. Also das heißt, die Parteien, die das machen, und dafür kann er nicht gefüttert werden vom Staat mit der richtigen Meinung, dann hätten wir einen Zirkelschluss, ja, also sozusagen einen Kreislauf, der widersinnig, der so nicht funktionieren kann. Und es ist auch nicht so, dass man vom Wählen her quasi so eine Art Bürgerbefragung kriegt, wie viel man von der Politik weiß, und dann darf man sein Kreuz machen oder nicht. Das möchten immer gern Akademiker. Jeder möchte gerne, nicht jeder, aber viele möchten gerne, die sagen immer, warum kann denn so ein arbeitsloser Hartz-IV-Empfänger, der immer nur RTL 2 guckt, warum darf der denn mit einer Stimme wählen? Und ich bin Politikprofessor und habe auch nur eine Stimme. So ist das in der Demokratie gedacht. Und dafür sind wir da. Also das heißt, es gibt die Schulen und sozusagen einen Kenntnisstand, aber wenn ich mich erinnere, was ich in der Schule gehört habe, ist bei dir auch vielleicht 20 Jahre weniger her als bei mir. Ja, aber das ist auch eine Weile her. Das kann ja nicht der Zweck sein davon. Und dafür sind die Medien da, damit man aktuell über die Dinge, damit man sich informieren kann darüber. Und das soll man selber entscheiden können. Nochmal, dieser Faktenchecker ist, erweckt den Eindruck, als wenn es eine richtige Darstellung gibt und die muss durchgesetzt werden. Und das ist sozusagen widrig. Das beste Beispiel, was ich finde, ist immer in der Wissenschaft, wo durch den Dissens, also durch die Diskussion der Leute, die kenntnisreich sind, entsteht dann ein Konsens. Ja, aber dieser Konsens kann jederzeit beweiskräftig angefochten wieder werden, wenn man etwas findet. Und so gibt es im Politischen, gibt es keinen Konsens, gibt es keine wissenschaftliche Wahrheit, sondern es gibt, alles sehen ist Perspektive, Perspektiven. Also das heißt, wenn ein Konservativer oder ein Marxist miteinander streiten, werden die nie auf den Faktenchecker-Ebene auf eine Sache kommen, weil sie ein und dieselbe Tatsachenvariante vollkommen unterschiedlich interpretieren und das ist nicht auflösbar. Und das ist der Kampf der Ansichten. Ich möchte noch eins hinzufügen. Du hast am Anfang gesagt, es ist die Meinungsbildung sei von vollkommen und es wäre grundgesetzwidrig, wenn die Politik diese Meinungsbildung von oben machen will. Ich erinnere an eine öffentlich zugängliche Rede von Frau Dr. Angela Merkel, ihres Zeichens mal ziemlich lange Bundeskanzlerin, die 2010 bei der Präsentation der Allensbach-Umfrage, die hat irgendwie Jubiläum, und da hat Merkel bei der Veranstaltung gesprochen. Und Merkel sagte, ich zitiere es jetzt grobe, aber fast wörtlich, sie sei sehr froh, dass wir eine repräsentative und keine direkte Demokratie hätten, weil die repräsentative Demokratie ermögliche es, dass die Regierung Entscheidungen trifft, die das Volk doof findet, also die gegen den Willen des Volkes sind, und dass das Volk danach die Möglichkeit hat, sich das eine Zeit lang anzuschauen und sich eine Meinung zu bilden. Als Beispiel nannte sie Bundeswehreinsätze im Ausland, Bankenrettung, Hartz IV, Renten mit 67 und so weiter. Die Rede ist ausgesprochen lesenswert. So viel zum Thema. Ne? Okay. Dankeschön. Also es geht letzten Endes aber dann doch immer wieder um die Reichweiten, um bestimmte Meinungen dann auch ins Volk zu streuen. Wie ist denn das Verhältnis da jetzt im Moment? Wenn wir doch einen großen Mainstream haben, und wer dominiert dort in dieser gigantischen Reichweite? Tja, eigentlich die Meinungshoheit, Markus, da kannst du jetzt was zu sagen, denke ich. Genau, also du hast nach wie vor Meinungsfreiheit. Also wir von Wikihausen sind noch ein Nischenkanal, das heißt, wir sind unter 100.000 Zuschauern. Ich prophezei mal,
dass demnächst das dritte Jahrtausend zum Beispiel, weil die jetzt nämlich die 100.000 demnächst kratzen werden, dass die dann garantiert auf dem Schirm erscheinen von sogenannten Faktencheckern und meinetwegen auch vom Verfassungsschutz, die dann meinen, das ist aber jetzt nicht so gut, wenn die jetzt hier an der öffentlichen Meinungsbildung mitarbeiten. Solange du also unter dem Radar läufst, hast du keine Probleme. Es ist also wichtig, du darfst deine Meinung sagen, aber Hauptsache, es kriegt sie keiner mit. Das ist also das eigentlich das, was dahinter steht. Gut. Das, was von vielen als Faktenchecker nicht wahrgenommen wird, ist im Wesentlichen tatsächlich die Wikipedia. Ne? Das heißt also, du baust einen Nimbus um eine Institution auf und behauptest in diesem Falle, das wäre ein Lexikon. Und solange der geneigte Zuschauer naiv ist und nicht mitbekommt, dass das in Wirklichkeit kein Lexikon ist, sondern ein Propaganda-Outlet, im Wesentlichen der NATO, der Regierung, denn das wird da transportiert, dann fällt dir nicht auf, dass du da einer Lügenmaschinerie aufgesessen bist. Die läuft natürlich nicht so, dass du da hundertprozentig Lügen serviert bekommst, sondern das ist halt so, dass die allermeisten Artikel sogar tatsächlich verlässlich sind. Aber es gibt dann halt Artikel aus dem politischen, geopolitischen Umfeld, da wo es um viel Geld geht, also Pharmaindustrie, da wirst du Artikel finden, die halt manipuliert sind. Und wir kennen inzwischen im deutschen Bereich unsere Pappenheimer, können genau sagen, wer da also ein Man on the Mission ist, wie das im Wikipedia-internen Jargon heißt. Und die haben auch eine Feedback-Schleife zu anderen sogenannten Faktencheckern. Ich hatte jetzt ja ein paar auf Liste gesetzt von den Faktencheckern, hatte ich euch auch schon gezeigt. Also, wir haben uns beispielsweise bei Geschichten aus Wikihausen, übrigens Geschichten aus Wikihausen, hat eine Homepage, also wikihausen.de. Da haben wir uns in der Sendung 69 mit Korrektiv und Wikipedia beschäftigt. Korrektiv ist ein Faktenchecker, der wird auch gerne in der Wikipedia zitiert. Und interessant ist, was die Wikipedia über Korrektiv sagt. Natürlich nur das Allerbeste. Wenn man dann mitbekommt, dass die Leute, die das da eingetragen haben in die Wikipedia, dass die selber bei Korrektiv arbeiten, könnte man als geneigter Zuschauer auf die Idee kommen, dass die eventuell nicht so ganz unabhängig sind. Also dass es da gewisse Gewissenskonflikte gibt. Und die müsste man eigentlich offenlegen laut Wikipedia-Regeln. Aber da wird dann großzügig drüber hinweggesehen. Das Beste, was ich bisher noch mitbekommen habe, ist also, dass es inzwischen aus der obersten Führungsriege von Korrektiv ist jemand in die oberste Führungsriege von der Wikipedia gewechselt. Ach nee. Ja, also normalerweise würde ich erwarten, dass es da eine gewisse Trennung gibt also in diesem Falle kann man sich vielleicht vorstellen, warum Wikipedia und Korrektiv, gerade was diese Faktenchecker-Themen anbelangt, immer dieselbe Meinung vertreten. Ja, dann haben wir dann haben wir sogar Artikel in der Wikipedia, die explizit als Faktenchecker-Artikel angelegt sind. Also dann heißt es zum Beispiel Falschinformationen zu 9/11, Falschinformationen zu Covid-19, Falschinformationen zu irgendetwas. Also diese Artikel sind ganz eindeutig Propagandaartikel. Also die Wikipedia selber ist ein Faktenchecker und wird als solcher missbraucht. Dann haben wir solche Sendungen wie Valulis sieht fern. Das ist ein Format, hat anfangs sehr gut satirisch angefangen, ähnlich wie die Anstalt auch von Elementen her und hat halt Formate im TV aufs Korn genommen, sehr pointiert, sehr gut. Inzwischen ist es halt auch nichts weiter als ein Propaganda-Outlet, denn dieser Valulis arbeitet sich jetzt auch als Faktenchecker zum Beispiel an KenFM ab, an den alternativen Medien und das, was er da herausposaunt, also zum Beispiel, dass es doch überhaupt keinen Grund geben würde, anzunehmen, dass Bill Gates irgendwie Einfluss auf die Berichterstattung vom Spiegel nehmen könnte, wenn er denn dem Spiegel Geld gibt. Das war also eine Sendung, die ich da abgearbeitet habe. Das war bei uns in der Sendung Wikihausen 41. Kann man glauben, was er sagt? Ich würde das bestenfalls als naiv einordnen. Genau, dann haben wir in einer Sendung, die der Sendung 40 nachgeordnet war, das habe ich als Interview gemacht, da ging es um Michael Butter und Kompakt. Das ist der akademische Überbau, der da gemacht wird. Das heißt, die Faktenchecker müssen sich auf irgendwas berufen. Und da haben wir jetzt Akademiker, die geben irgendetwas zu Protokoll. Wenn man da genauer hinguckt, ist das tatsächlich, es sind Texte, die einer genauen Überprüfung nicht standhalten. Also zum Beispiel Michael Butter äußert sich da zur Fallgeschwindigkeit vom WTC-7. Und so wie er sich äußert, kann man merken, der Typ hat von Tuten und Blasen tatsächlich keine Ahnung. Er ist ja auch kein Physiker.
Ja, und schon gar nicht Naturwissenschaftler. Aber er behauptet dann zum Beispiel, dass die Kameraposition beeinflussen würde, wie man denn jetzt die Fallgeschwindigkeit messen würde. Also dass es dann die Fallgeschwindigkeit abhängig wäre von der Kameraposition. Grober Unfug. Diese Leute von Kompakt werden ganz, ganz gerne im öffentlich-rechtlichen Fernsehen rumgereicht. Nochmal, Kompakt ist jetzt nicht die Zeitschrift von Jürgen Elsässer, sondern Comparative Analysis of Conspiracy Theories. Da haben sich also verschiedene Leute wie dieser Michael Butter zusammengetan, Anjan Rathje von der Amadeo-Antonio-Stiftung, kommen wir noch gleich zu der Geschichte da, und eine Pia Lamberti zum Beispiel, dann verschiedene andere Forscher, übrigens viele davon Psychologen und Sprachwissenschaftler, Kulturwissenschaftler, die sich alle zu diesem Themenkomplex Verschwörungstheorien zum Beispiel äußern, quer durch Europa verteilt. Und die haben also sozusagen eine Interessengemeinschaft, die übrigens von uns bezahlt wird. Also die EU bezahlt diese Faktenchecker über einen gemeinsamen Finanztopf, der nennt sich COST, also COST, auch wieder als Akronymabkürzung. Dann haben wir Mimi Karma, das haben Dirk und ich zusammen gemacht in der Sendung Wikihausen 40. Mimi Karma, AT, also .at, also eine österreichische Seite, ist auch ein österreichischer Faktenchecker, der zum Beispiel Psiram, also ein Internet-Denunziantenportal, ein Internet-Pranger, ein Denunziationsportal, das wird von Mimi Karma als Quelle genutzt. Und nicht nur einmal, sondern mehrfach. Also wir sehen also, das heißt, wir haben ja Faktenchecker, die nutzen sogar illegale Quellen, die selbst kein Impressum haben, die sich zum Beispiel in Sachen freie Meinungsäußerung schon gar nicht an diese Grenzen von Schmähkritik und solchen Sachen halten. Die werden von angeblichen Faktencheckern jetzt veredelt und als Quelle genutzt, um irgendetwas darzustellen. Wir sprechen da von Antifa und Antideutschen, ne? Nur um das mal kurz für alle. Genau, also die Siram ist ein Portal, wo sich im Wesentlichen, also die sogenannte Transatlantifa, oder wie das Verfassungsschutz ja sagt, also sind das dann die Antideutschen da tummeln, und vor allen Dingen auch zum Beispiel solche Leute wie Transhumanisten. Also da sind ja diese sogenannten Skeptiker, die ja dem Transhumanismus huldigen, die sind da versammelt bei Psiram, und die haben also sehr sonderbare Einstellungen, zum Beispiel zum Thema Abbruch von Schwangerschaften und solche Geschichten halt. Also das, sagen wir mal so, oder auch Satanismus sind sie auch sehr speziell, könnte man sagen. Also man wundert sich da so, wie toll die den Satanismus finden und wie verharmlosend der dargestellt wird. Genau, und dann die Nummer 21, das ist die Integrity Initiative, das würde ich gleich an Dirk weitergeben, das überspringe ich jetzt mal, und wir haben also in den ersten beiden Sendungen von Wikihausen, haben wir uns in der Sendung 1 und 2 mit der Amadeo-Antonio-Stiftung beschäftigt, und das ist interessant, weil die Amadeo-Antonio-Stiftung ist nach meinem Dafürhalten nichts weiter als ein Faktenchecker, als ein Instrument zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung, das ist es, was Themen, die aus dem amerikanischen, aus dem angelsächsischen Bereich rüberkommen, ins Deutsche überträgt. Und das ist also immer wieder auffällig gewesen. Zum Beispiel merkten wir, dass auf einmal die Amadeo-Antonio-Stiftung anfing und sagten, Schüler dürften jetzt nicht mehr Cowboy und Indianer spielen, das wäre jetzt ja schlimm für Indianer, weil die da irgendwie diskriminierend irgendwie abgehandelt werden. Was natürlich für den europäischen Kulturraum überhaupt nicht passt, weil zum Beispiel seit Karl May natürlich klar ist, dass gerade jetzt im deutschen Sprachraum die Indianer hier als eben nicht als Unterrasse irgendwie gehandelt werden, sondern dann sind es also immer die edlen Leute gewesen, und meistens sind es dann die Weißen, die halt die Bösewichter sind in den Romanen. Genau, und was man merkt jetzt als Rundbild von diesen Faktencheckern, man sieht also immer solche Begrifflichkeiten wie Antisemit, rechtsradikaler Verschwörungstheoretiker, neuerdings Verschwörungsideologe und verschiedenste Derivate davon, Anti-Amerikaner, so heißt es, und Reichsbürger. Also das sind jetzt erstmal so die griffigsten Begriffe, die dann kommen. Oder halt irgendwas mit Leugnern. Also du bist dann meinetwegen Covid-Leugner, oder du bist Leugner von irgendwelchen Sachen, von denen behauptet wird, dass sie wahr wären. Und wenn man dann genauer reinschaut, dann sind sie aber nicht wahr. Und bei diesem Leugner ist natürlich im deutschen Bereich immer schwebt da dieses Damoklesschwert von Holocaust-Leugner. Also wenn dich irgendjemand Leugner von irgendetwas nennt, dann hat das immer so den Beiklang, als ob du jetzt also ein schwerst Rechtsextremist wärst und auch noch den Holocaust leugnen würdest. Und das sind also die sprachlichen Keulen, mit denen da um sich geschlagen wird, also die Nazi-Keule.
Und es ist sehr effektiv, zumindest für den Hörer, Zuhörer, der zum Beispiel nur Tagesschau guckt. Für Leute, die sich wie wir in einem Medienspektrum bewegen, was viel offener ist, merken die Leute relativ schnell an solchen Begrifflichkeiten, in welche Richtung das hingeht. Und das ist auch ein ganz gutes Signalwort, um zu erkennen, was eigentlich der Artikelschreiber möchte. Ende des Vortrags. Vielen Dank. Also die Leugner werden im Prinzip, sind eigentlich die Kritiker, muss man so sagen. Ja, und genau. Es wird, ich sag mal, umbenannt, andere Begriffe gefunden, die also abstoßend genau. wirken sollen. Es findet ein Framing statt, also ein Framing. Eine Rahmenerzählung wird um die Leute aufgebaut, die nicht genehm sind. Und diese Rahmenerzählung ist maximal diskreditierend. Und auch das wird in die Wikipedia eingetragen. Also da steht ja immer drin, ich hatte jetzt zum Beispiel einen Artikel von Angelika Weitz, eine DDR-Dissidentin und Sängerin, die war lange Zeit, auch in den 2000er Jahren, war sie also quasi die Lichtgestalt als Widerstandskämpferin in der DDR, als Musikerin. Mhm. Und plötzlich steht dann jetzt in der Wikipedia drin, weil sie sich ja irgendwie mit Xavier Naidu und mit einem Song da zusammen was gemacht hat. Jetzt ist hier, hat sie sich also mit Verschwörungsideologen abgegeben. Mhm. Ne? Also so solche Sachen, also das ist also ganz, ganz typisch ist das, dass man jetzt, da fragt man sich, warum muss bei ihr eingetragen werden, mit wem sie alles ein Lied gemacht hat. Also das, am Ende fragt man sich, also jetzt ist hier, also hat sie also selber sogenannte Verschwörungstheorien geäußert? Nein, hat sie gar nicht. Sie hat sich sowas öffentlich nie geäußert. Mhm. Aber dann ist die Frage, wie kommen wir jetzt denn dazu? Ne? Also es sind Assoziationen, Kontaktschuld, das sind alles Prinzipien, die eigentlich in einem demokratischen Staatswesen nichts zu suchen haben. Das sind Anzeichen von totalitären Staatswesen. Mhm. Dass das eine lange Geschichte hat, Dirk, ja, das weißt du am besten. Ich möchte eine wichtige übergeordnete Sache, da hat unser Anwalt darauf hingewiesen, wir hatten ja dieses Verfahren mit Elias Davidson, also dem leider verstorbenen Kollegen, der in der ersten Instanz gewonnen hatte und in der zweiten Instanz verloren hat mit einer abenteuerlichen Begründung. Und das ist wichtig, weil Wikipedia bezeichnet sich ja als Internet-Enzyklopädie. Und eine Enzyklopädie zeichnet sich dadurch aus, dass sie auf kürzestmöglicher Form eine objektivstmögliche Definition von etwas abgibt. Also das heißt, sie ist zurückhaltend, sie ist etwas, was neutral, also so, eine Forderung ist Neutralität. Man erwartet dort keine politische Meinungsäußerung. Und in diesem Urteil, was das erste Urteil wieder aufgehoben hat, wurde den Wikipedia-Autoren Meinungsfreiheit zugebilligt. Man hat also in diesem Bereich erstaunlicherweise, wo das Etikett, wo man erwartet, du gehst hin und erwartest, dass du objektiv informiert wirst, und da hat das Gericht eingezogen, nee, da könnt ihr aber genau das, nämlich den Meinungskampf, könnt ihr dort durchführen. Und hat also diese Gruppe, die das Ganze dominiert, hat dann die Möglichkeit gegeben, ihr Terrain zu beherrschen und über die Wikipedia ihre Ansichten kundzutun, die nach außen so aussehen wie eine Internet-Enzyklopädie, an der jeder mitschreiben kann. Ja gut, das ist eine ganz fatale Konstruktion, die da ermöglicht wird. Und das wird zu sehen sein, ob das zum Beispiel auch vor anderen Gerichten Bestand haben wird. Weil dann sind wir auch wieder typisch auf dem falschen Weg unterwegs. Ja. Dirk, ich vermute, das wird Bestand haben und ich höre das zum ersten Mal. Schickt mir bitte mal das Urteil zu, weil das ist ein wunderbarer Artikel, der die Überschrift tragen wird: Deutsches Gericht bestätigt, Wikipedia ist keine Enzyklopädie. Genau. Das heißt, ja, ich meine das ganz ernst. Die Anforderung ist nicht da. Genau. Ich würde vermuten, dass das Gericht auch, dass dieses Urteil weiter bestätigt wird. Aus welchem Grund? Dass Wikipedia sich selbst als Enzyklopädie bezeichnet, ist ein gutes Recht. Das kann sich auch als Klospüler bezeichnen, was die Meinungsfreiheit nicht einschränkt. Das heißt, da müssen wir darauf hinweisen, Gerichte bestätigen, Wikipedia ist keine Enzyklopädie, sondern ein Instrument zum Weitersagen bestimmter Meinungen. Nicht ganz, weil in unseren Urteilen zum Fall Felix wurde genau darauf hingewiesen, dass der Leser zu Recht erwartet, dass er objektiv, also einem objektiven, in der Biografie zum Beispiel, dass alle wesentlichen Sachen zum Ausdruck kommen und er nicht mit einer politischen Kampfstimmung, also einer politischen Kampfaussage es zu tun hat. Es gibt also, das ist nicht geklärt. Wir hatten gedacht, dass, wir hatten ja vorgelegt, mit den Urteilen, die wir hatten. Wir in dem Sinn haben die auch Presserechtsgeschichte geschrieben und jetzt gibt es eben von einem Richter
Oberlandesgericht in Koblenz war es, glaube ich, gibt sozusagen die Gegen. Das ist sozusagen, juristisch sind da zwei nicht miteinander vereinbarende Meinungen jetzt unterwegs. Ja, allerdings sind es nicht nur zwei Meinungen. Wir müssen ja auch sagen, wir sind ja nicht die Einzigen, die gegen die Wikipedia jetzt mal gewonnen haben, sondern es gibt viele, viele Leute, die auch in anderen Verfahren gegen die Wikipedia erfolgreich vorgegangen sind. Und da lauten das meinte Urteile, ich nicht. Es gibt zwei juristische Positionen. Ja? Okay, also, ja, genau. Ja. Ich wollte nur sagen, aber dass diese eine juristische Position, dass eben die Wikipedianer besondere Sorgfalt walten lassen müssen, das ist das Stichwort. Die haben eine Sorgfaltspflicht, das taucht in vielen Urteilen auf und sie können eben nicht einfach irgendwas eintragen, was nicht quellenmäßig abgesichert ist. Und das heißt also, dass dieses Urteil, was jetzt da in, ich glaube Koblenz war das auch, was da gefallen ist, das widerspricht nicht nur unserem Urteil, sondern widerspricht auch noch vielen, vielen anderen Urteilen. Das ist alles also, richtig, Markus, aber es sind zwei Oberlandesgerichtsmeinungen. Ja. Das ist die Art und Weise, es sind zwei, sozusagen, diese Interpretation ist neu und sie ist fatal. Und ich erinnere daran, mit der Sorgfaltspflicht, KenFM ist wegen Kommentaren, also das heißt, wegen Kommentiere wurde der Maßstab der Sorgfaltspflicht wurde vom Landesmedienbord an Kommentare angelegt. Das ist also auch was ganz Neues, ja. Also das heißt, Kommentar ist ja eine pointierte, scharfe Version von etwas. Und daran siehst du einfach, was man sagen kann, dass in unserem Staat, in einem Großteil der Leute, die dort Gesetze erlassen oder die politisch die Regeln für den Verfassungsschutz schreiben und die Staatsanwälte, das ist dort, die haben eine Zielrichtung, die darauf abgezielt, den Kampf der Meinung zu unterbinden. Ja, ja, sie möchten eine staatliche, also sie wollen ein Ministry of Truth, was Thomas vorhin gesagt hat, das ist deren Zielvorstellung. Und diese Sachen, das sind ja keine Fehler, die passieren, sondern es sind die nacheinander folgenden Entscheidungen, die klar machen, in welche Richtung diese Leute wollen. Und die wollen in die gleiche Richtung, wie das, was Thomas von der englischen Regierung dargestellt hat. Ich würde sagen, wir sollten jetzt auch nicht zu tief in juristische Diskussionen gehen. Wir können das abschließen mit den Worten, ich setze das kühle Alster, Markus, dass sich die zweite Rechtsprechung durchsetzen wird. Noch eine Wette. Gut, dann machen wir noch ein Alster, die in St. Petersburg serviert bekommen. Ich glaube es nicht. Das wäre eine Abkehr von allem, was über 60, 70 Jahre entschieden worden ist. Ja, Abkehr sehen wir oft genug in letzter Zeit. Du siehst ja gerade, dass sie hier alles einstampfen, was wir an Kulturerrungenschaften in den letzten Dekaden hatten. Ich würde ganz gerne mal zu einem Faktenchecker kommen, der ja genau dieses Format, nämlich den NATO-Untersuchungsausschuss hier auseinandergenommen hat. Das war so ein Spiegel-TV-Bericht. Und der unter anderem über Sergej berichtet hat und ganz interessante Sachen berichtet hat. Wollen wir das mal machen jetzt gleich? Weil das passt eigentlich ganz gut. Ja, gerne. Nur kurz, der hat auch mich angefragt, der Spiegel TV. Und ich habe denen wie immer sehr freundlich mitgeteilt, dass ich liebend gerne mit denen reden würde. Auch wenn sie mich komplett zitieren und nicht rausschneiden und aus dem Zusammenhang reißen. Und ich wäre auch gerne bereit, mit denen eine öffentliche Diskussion auf einem Podium oder live per Video zu führen. Ich habe von denen keine Antwort bekommen. Kann das einen Grund haben? Ja, Thomas, wie hieß er denn? Du spoilerst. Sag's mal. Nein, langsam, jetzt stopp. Jetzt lass mich mal reingehen, ansonsten kommen wir nämlich gar nicht weiter. Genau. Also hier, da ist der Herr. Also wir haben also einen Bericht, Putins Propagandamarionetten in Deutschland, vom Spiegel TV, und das ist vom 17.05.2022. Da ist übrigens diese tolle Hand bei mir auf der Stirn. Ich wundere mich, das hat es also bis in den Spiegelbericht geschafft. Also, das war meine glauben. Schuld. Das ist okay. So, jetzt, hier sehen wir schon Spiegel TV, das ist also die Autoren Tore Brüggemann, Tatjana Kurt-Jumov und Anna Sadovnikova. Der oberstgenannte, also immer der erstgenannte, ist nach meinem Verständnis auch der Verantwortungstragende für den Gesamtbeitrag. Wie auch immer, wir auch übrigens nicht nur beim dritten Jahrtausend, wir bei Wikihausen machen das genauso, es gibt immer Linkangaben, wie hier unten schön, deutlich in tastbarem Großdruck. So, und der Tore Brüggemann, wenn man mal schaut, was der so macht,
ist beim ersten Jugendworkshop der Demokratie-Scouts auf der 7. Regionalkonferenz zum Rechtsextremismus dabei gewesen. Und das Ganze wird unter demokratieleben.eu abgearbeitet. Und Demokratieleben, wer sich mit der Amadeo-Antonio-Stiftung beschäftigt hat, weiß, da gibt es einen Fonds Demokratieleben, aus dem die ganze Stiftung bezahlt wird. So, das heißt also, wir bewegen uns also genau in diesem Bereich, was man auch sehr schön an diesem Sternchen hier oben erkennen kann. Es gibt ja Leute, die sagen, sie finden wichtig, dass diese Gender-Sternchen erscheinen, damit man auch von vornherein weiß, welche Texte es wert sind zu lesen und welche nicht. So, dann haben wir hier den Herrn Tore Brüggemann auch im Bild. Das ist also unter dieser Seite zu finden. Also hier unter der 149, das ist der Herr Tore Brüggemann im Bild. Und genau, und ja, hier geht es also um ein Projekt, das also ein Planspiel für Jugendliche darstellt und soll Grundzüge und Prozesse demokratischen Handelns verdeutlichen. Also wir müssten eigentlich davon ausgehen, dass der sich mit Demokratie auskennt, der Herr Tore Brüggemann. Und das Ganze wird hier von der Friedrich-Eber-Stiftung abgehalten. Das ist übrigens ein Begriff, der immer wieder auftaucht im Zusammenhang mit sogenannten Faktencheckern und von Journalisten, die da auftauchen. Also Friedrich-Eber-Stiftung ist eine der Stiftungen, die hier ständig genannt werden. Deswegen habe ich die hier auch benannt. Hier unten taucht sie übrigens wieder auf, wieder Friedrich-Eber-Stiftung, also unter dem Bild. Gut, dann haben wir hier noch zwischen Verschwörungstheorien und Business Administration. Da gibt es also die Hamburg Media School. Und da stellt sich der Tore Brüggemann auch vor. Und also wir sehen schon also diese Framing-Begriffe, die jetzt hier auftauchen, Verschwörungstheorie. Genau. Und jetzt schauen wir mal, was er hier geschrieben hat. Und jetzt wäre nämlich Thomas Eintritt gewesen. Das ist nämlich der Brief an Thomas, den Thomas netterweise veröffentlicht hat. Und du sagtest ja schon, komisch, du hast gesagt, ja klar, ich würde mich äußern, aber einzige Voraussetzung, Sie schneiden das ungekürzt in Ihren Beitrag rein, meine Äußerung. Und also auf einen Zusammenschnitt lasse ich mich nicht ein. So, fertig. Und da gab es komischerweise keine Rückantwort. Interessanterweise sagte er in dem Beitrag wohl auch zu dir, Thomas, dass du irgendwie gar nicht so zurückgeantwortet hättest. Also irgendwie gibt es da eine Dissens zwischen dem, was du sagst und was er sagt. Ich habe mir den Beitrag nicht angeguckt, weil ich mir diesen Quatsch nicht angucke. Es gibt zu viele davon inzwischen. Aber auf die Formulierung achten. Sie sagen in der Regel, er hat es abgelehnt zu antworten. Entweder hat nicht geantwortet, wenn du wirklich nicht geantwortet hast, und wenn deine Antwort nicht gefällt, sagen sie, er hat es abgelehnt zu antworten. Das ist die Formulierung. Mal darauf achten, ich vermute, aber das war genauso. Aber er hat es abgelehnt zu antworten, ist doch Nonsens. Du hast ja gesagt, ich möchte antworten, aber bitte so, dass ich bitte mit meiner vollständigen Antwort zitiert werde. Ja, das ist ja für den eine Ablehnung. Also von daher hat es doch. Das ist jetzt, Anna würde man sagen, das sind Erbsenzähler, die sowas erzählen. Okay. Das ist einfach falsch. Was ich interessant finde, ist halt, welche Filme macht denn der Tore Brüggemann? Dann haben wir hier freiwillig an die Front, warum ein Orthopädie-Schuhtechniker in die Ukraine geht. So, und in diesem Beitrag begleitet Tore Brüggemann mit einem Kamerateam diesen jungen Herrn, der wohl gebürtig aus der Ukraine kommt, der noch nie eine Waffe in der Hand gehabt hat, wie er gegen Putin in den Krieg zieht. Das ist also die ganze Geschichte, die dahinter steht. Und was ich bemerkenswert finde, vieles von den Sachen, die da geäußert werden, sind äußerst problematisch und die werden überhaupt nicht ins rechte Licht gerückt. Zum Beispiel sagt hier der Herr bei Laufzeit 10 Minuten und 11 Sekunden, Ehre der Ukraine, den Helden, Ehre und Putin soll zur Hölle fahren. Also das wird unkommentiert, eigentlich gefeatured, müsste man sagen, von diesem Film. Und dieser junge Herr zieht jetzt, aus welcher Überzeugung auch immer, in die Ukraine und will dort an dem Krieg teilnehmen. Und jetzt der Tore Brüggemann, man könnte sogar vielleicht auf die Idee kommen, das war auch mein erster Eindruck, dass das ein Werbefilm ist für Leute, die in Deutschland wohnen, welcher Nationalität auch immer, dass die in die Ukraine fahren und da als Söldner oder in welchem Programm auch immer an diesem Krieg teilnehmen. Ich habe nämlich wenig Kritisches in dem Film gehört zum Thema am Krieg teilnehmen. Und das hat mich doch, also mich hat das einigermaßen schockiert. Also in welchem Umfeld, was haben wir da? Also hier wird also ein Sergei Filbert als Putin-Troll oder was auch immer, was war das hier? Putin-Propaganda? Putin-Marionette irgendwie dargestellt. Und was ist denn das hier? Also man könnte doch hier auf die Idee kommen, ist das vielleicht eine NATO-Marionette? Ja? Und was haben wir hier? Da steht auch wieder ein Film von Tore Brüggemann. So, und er will sich einem Freiwilligenbataillon anschließen. Ich möchte dann nochmal dazu sagen, diese Freiwilligenbataillone
Das hat also dieser Jacques Baut, auch aus der Schweiz, in einem sehr interessanten Beitrag mal gesagt. Er sagte, die rekrutieren sich zum überwiegenden Teil aus Rechtsradikalen aus dem Ausland. Also die kommen gar nicht zum größten Teil aus der Ukraine selber, sondern das sind viele, viele Leute, die aus dem Ausland kommen. Und diese Freiwilligenbataillone werden nach seinem Dafürhalten tatsächlich von den NATO-Ländern gefördert und aufgepäppelt. Das stimmt nur zum Teil. Diese freiwilligen Bataillone rekrutieren sich aus wirklich Hardcore-Rechtsradikalen, hauptsächlich Ukrainer, aber wenn ausländische Söldner in die Ukraine kommen, dann werden die in diese Bataillone reingesteckt, weil die Bataillone dem Innenministerium angehören, damit gehören sie nicht zur ukrainischen Armee. Das ist ein bisschen trickreich. Ausländische Söldner kommen nicht zur ukrainischen Armee, sondern in diese rechtsradikalen Bataillone. Aber sie stellen dort nicht die Mehrheit. Ich wollte dazu noch sagen, ich war ja jetzt in Mariupol ein paar Mal und ich war ja auch in einem Hauptquartier von Azov, von einem dieser freiwilligen Bataillone. Und das geht, also die haben da Material, die haben da Ikonen von Hitler in ihren Büros hängen. Ihre Helden sind in großen, großen Schilden rund mit der schwarzen Sonne, also dem SS-Symbol, werden die da in einer Hall of Fame, in einer Ehrenhalle ausgestellt. Das ist komplett Nazi. Ich wollte das mal auf YouTube zeigen, das Video wurde sofort gesperrt wegen verbotener Symbole. Sehr interessant. Genau. Übrigens, ich wurde auf Facebook gesperrt wegen Fotos, diesem Tattoos-Nazi. Gesperrt und auch in der Gruppe als Administrator gesperrt. Ne? Ja, genau. Also das ist genau der Punkt. Also von daher, es beißt sich ins Knie. Sie beißt sich in den Schwanz oder sie schießt sich ins Knie, die Katze. Ja, ja. Könntest du nochmal Jacques Baut erklären, wer das ist konkret? Der Dirk hat ja letztens auch mit ihm ein Interview geführt. Ja, das sollte Dirk machen. Also ich bin nur sehr interessiert. Am 30. Kommt mal, ich habe ein langes Interview, anderthalb Stunden für Apolit mit ihm gemacht. Jacques Baut war Oberst im Generalstab der Schweizer Armee. Und war Mitglied des Schweizer Strategischen Nachrichtendienstes, also ein Analyst. Und er war an sehr vielen verschiedenen Funktionen. Er war also von der Schweiz an den russischen Generalstab delegiert, um dort zu eruieren. Er war bei der NATO und er hat sich beschäftigt mehrere Jahre in der Ukraine damit, dass die Weitergabe von kleinen Handfeuerwaffen, also das heißt von Pistolen und Schnellfeuergewehren, also alles, was unterhalb von Panzern oder Panzerfäusten ist, also tragbare Waffen, damit hat er sich beschäftigt und hat einen guten Einblick in die ukrainischen und russischen Verhältnisse bekommen und auch der NATO-Verhältnisse. Vielen Dank. Ja. Nur, dass der Zuseher es einfach mal einordnen kann, wer da... Also was ich am interessantesten fand, war, ich hatte mich gestern auch mit Thomas nochmal über die Stärke der ukrainischen Armee unterhalten. Also was ist eigentlich reguläre ukrainische Armee? Ich glaube, wir waren bei der Zahl 200.000 irgendwie hängen geblieben. Und jetzt haben wir halt die Zahl 100.000 von dem Jacques Baut. Bo heißt er? Bo. Von dem französischen Vater. Okay. Der ruft die Zahl von 100.000 insgesamt auf für sämtliche freiwilligen Bataillone, die dem rechtsextremen Lager zugeordnet worden sind. Aber nicht Armee, sondern Innenministerium sind. Genau, aber die werden ja aber auch vom Staat finanziert. Das heißt also, wir haben jetzt einen Fall, dass also in diesem Fall also ein Drittel... Ja, nicht finanziert. Also auch, die werden ja von den Oligarchen geführt. Sie werden finanziert von Oligarchen, aber sie unterstehen dann mit dem Innenministerium. Sie werden, also sind Teil der militärischen Streitmacht. Also das ja, ist also sie werden auch vom Innenministerium bezahlt. Das war der Machtfaktor, jetzt gehen wir zu tief in die Ukraine, das war der Machtfaktor von Innenminister Avakov, der in der Ukraine so ein grauer Kardinal war. Und der ist der einzige Minister gewesen, der den Machtwechsel von Poroschenko zu Selenskyj überstanden hat, weil den keiner feuern konnte. Das, was wir jetzt sehen, ist, man muss es ja vergleichen mit dem, was wir als Situation im Dritten Reich haben. Und jetzt kommen wir zu einer Technik, die ganz gerne von diesen Faktencheckern angewandt wird. Das heißt also, wenn du einen Vergleich ziehst, du kannst alles Mögliche vergleichen, dann wird von den Faktencheckern behauptet, sprachlich sehr geschickt gemacht, dass du eine Gleichsetzung machst. Aber einen Vergleich ziehen und eine Gleichsetzung machen ist etwas vollkommen Unterschiedliches. Ich kann einen Vergleich ziehen zwischen irgendetwas und in diesem Falle kann ich ja sagen, okay, also das, was wir als Situation in der Ukraine haben mit den Streitkräften und in dem Dritten Reich, sieht auch von den Proportionen
schon ziemlich ähnlich aus. Ich habe da gleiche Elemente, die ich da finde. Heißt nicht, dass in der Ukraine dieselbe Situation ist wie im Dritten Reich oder umgekehrt. Also insgesamt dieselbe Situation. Aber ich sehe schon etwas sehr Beunruhigendes. Das heißt also, wir können nicht sagen, dass zum Beispiel der rechte Sektor oder der rechtsextreme Sektor in der Ukraine verschwinden klein ist, sondern das ist ziemlich genau vergleichbar mit dem, was wir im Dritten Reich haben. Nicht die gesamte Wehrmacht waren rechtsradikale SS-Nazis. So, und das ist eine sehr interessante Geschichte, was wir jetzt da sehen. Das heißt, wenn jetzt also in dem Beitrag, den ich ja gerade erwähnt habe, behauptet wird, also dass das ja total abwegig wäre, dass in der Ukraine haufenweise Nazis rumlaufen und deswegen wäre ja auch diese Behauptung von Putin totaler Blödsinn, dass er irgendwie eine Denazifizierung machen wollen würde. Übrigens auch als Vorwurf an Alina Lipp jetzt gerichtet gewesen, ne, dass sie sowas behauptet hätte. Das heißt also, so wird es geframed. Das heißt, wir machen ein neues Framing drumherum, wir behaupten einfach das Gegenteil. Und was wir jetzt ein ums andere Mal sehen, Dirk hatte nämlich den Faktenchecker angeschrieben, also in diesem Falle den Tore Brüggemann, der jetzt ja behauptete zum Beispiel zum Thema Biolabor in der Ukraine, das hatte ich ja ausgeführt in unserem letzten Beitrag und da hatte ich ja gesagt, es gibt eine ganze Menge Biolabore, ich glaube, ich hatte damals noch die Zahl 36 gesagt, inzwischen sind wir ja schon bei 46 im richtigen Sinne. Da behauptete er ja, also in dem Beitrag ist es so geframed. 46 vom Pentagon bestätigte, keine russische Propaganda. Ja, vom Verteidigungsministerium genau. Bestätigt. Ne? So, ja. Und da behauptete er ja noch, das war also so formuliert, dass das alles totaler Humbug ist. Ich lese es einfach mal vor. Ja? Genau. Ich habe ja in jetzt hast du eine Anfrage geschrieben, Dirk. Sag mal, ich habe eine Anfrage, die ist sehr kurz, die kann man vorlesen. Sie haben in Ihrem Spiegel-TV-Beitrag Putins Propagandamarionetten in Deutschland über Sergei Filbert behauptet, wörtliches Zitat, bei YouTube streut er irrwitzige Behauptungen von Biolaboren in der Ukraine, in denen an neuartigen Waffen gearbeitet wird. Zitat Ende. Frage, bleiben Sie bei dieser Aussage? Außerdem bleibt auch Spiegel TV bei dieser Aussage. Zweitens, ist Ihnen in Gang oder haben Sie absichtlich weggelassen, dass der Mikrobiologe Markus Fiedler sich in dem von Ihnen verwendeten Gespräch über das Thema geäußert hat? Filbert hat das nur erneut aufgegriffen. Warum berichten Sie von Filbert als Quelle? Und das Dritte war, Tore Brüggemann hatte auch mich angeschrieben. Er hat übrigens auch Robert Fleischer und Matthias Bröckers angeschrieben, die er gerne interviewt hätte. Mich hat er aber nur gefragt, was machen Ihre Eltern? Und ich habe ihn gefragt dazu, drittens, was gehen Sie meine Eltern an? Ja, allerdings. Warum haben Sie danach gefragt? Und dann hat Tore Brüggemann hat darauf geantwortet, ich solle die Fragen an den Spiegel stellen. Er wüsste aber nicht, was das soll. Er wüsste gar nicht, kann es mal vorlesen, hat Ihre Nachricht beantwortet. Bitte senden Sie Ihr konkretes Anliegen inklusive Informationen, für welches Medium Produktion Sie anfragen, an die Pressestelle des Spiegels und nicht an meinen privaten LinkedIn-Account, wo er mich angefragt hat, auf meinem privaten LinkedIn-Account. Die dritte Frage verstehe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Dann wollte ich ihm das schicken und habe gesehen, ach, die hat er gelöscht. Er hat meine Anfrage gelöscht. Ich hatte sie aber gescreenshottet. Das ist sozusagen habe ich. Also das heißt, er hat dann sozusagen, weil was gehen Ihnen meine Eltern an zum Teufel? Ja, was hat das mit irgendwas zu tun, was ich mache? Und der Spiegel hat auf die Anfrage nicht geantwortet. Das zum Thema Thomas Röper hat nicht geantwortet. Sie haben nicht mal haben überhaupt nichts dazu geschickt, weil das ist natürlich zu dem Zeitpunkt, wo Sie das geschrieben haben, eine irrwitzige Behauptung. Und jetzt haben wir 46 Labore, wo ausschließlich an gefährlichen Erregern gearbeitet wird, von denen die meisten als Biowaffen sozusagen bearbeitet werden. Wie zum Beispiel, mein Lieblingspunkt ist immer Rotz, weil ich das nachgucken musste. Das ist eigentlich eine Pferdekrankheit, kann man aber auch auf Menschen übertragen. Ja? Und dann sozusagen das ganze Spektrum der üblichen Schweinereien an biologischen. Also das haben wir und das hat der amerikanische Verteidigungsminister Austin hat das auch bestätigt. Das ist vom Pentagon mittlerweile bestätigt. Und dann äußern Sie sich nicht dazu. Und jetzt auch so etwas wird von Faktencheckern nicht gecheckt. Wenn wir entsprechend Behauptungen aufgestellt hätten, die so grotesk falsch gelegen hätten, kannst du davon ausgehen, dass irgendwann jemand gekommen wäre, und zwar nicht nur einer, sondern wahrscheinlich gleich drei, und es wäre darüber berichtet worden, wie alternative Fakten in den alternativen Medien, Rhabarber, ja, sie ist sozusagen, das Faktenchecken ist eine Sache, die nur in eine Richtung stattfindet. Ja, das sollte man sich, deswegen, es ist wertlos. Ja, wenn Faktenchecker nicht Fakten checken, sondern die Leute checken, die sie diskreditieren wollen, ob man sie besser diskreditieren kann, sollte man das sagen, Auftragsmörder vielleicht. Der Journalist von Spiegel hat mich ja auch angeschrieben, aber nicht auf meinem
nicht auf meine E-Mail, die bei auf meinem alle Kanäle stehen, nicht auf dem Druzhba FM, nicht auf dem Golos Germani, sondern er hat mich in meiner Facebook-Gruppe von meinem Golos Germani, meinem russischen Kanal, angeschrieben, wo ich extrem selten bin. Ich habe das überhaupt nicht gecheckt, dass er mich dort angeschrieben hat. Das heißt, ein Journalist findet im Google meine E-Mail nicht, wo sie überall zu finden ist. Das ist mal eins. Und dann haben wir ja eingefragt und ich habe auch gesagt, okay, gern, aber ich schneide alles mit und darf dann auch veröffentlichen. Die haben sich auch zugesagt. Dann war mir zu viel Stress bei der Arbeit. Ich habe das fallen lassen. Dann kam ich auf dem Demo am Bundestag, Brandenburger Tor. Und dann hatten mich die Journalisten ja quasi gegrillt mit den Fragen, ja, Entnazifizierung und Biolaboren und warum zum Putin. Und die haben ja auch im Bericht noch gesagt, er macht das fast heimlich, also meine Arbeit. Was heißt fast? Also ich bin überall öffentlich. Also ein bisschen so eine Geschichte reinbringen. Aber das Geilste war, und das kann man auch so sagen, in dem Moment, wo sie hinter mir mit ihrem Kameramann gelaufen ist, diese Dame von Spiegel TV, stand ein Nazi direkt neben uns, ein ganz tätowiert, das ist ein bekannter ukrainischer Blogger, ich kann das auch nachreichen, der sich selbst als Arier nennt und einfach seine Videos, also was würden die israelischen Arien jetzt dazu sagen? Der hat einen YouTube-Kanal, der stand nebenan und hat die Russen angepönt. Und dann haben mir abends, ich kann ja Bilder jetzt zeigen, abends wurde mir noch von meinem User aus dieser Menge, das war ja diesen sterbende Regiment, in dieser Menge von Menschen wurden Leute fotografiert mit Hakenkreuz-Tattoos, hier unter dem Arm. Und die habe ich. Die standen nebendran an diesem TV-Sender, Spiegel TV, und die haben mich gefragt, warum ich von Entnazifizierung spreche. Also so pervers ist es mittlerweile. Also das ist echt so. Die waren in der Demonstration und die haben provoziert. Nee, die haben provoziert nachher. Die liefen sogar auch mit diesem Militäreinzug. Das war nur zu heiß. Der hat ihn ausgezogen und unter seinem T-Shirt hier am Unterarm war ein Hakenkreuz. Die Bilder habe ich, Videos habe ich. Das waren von meinem User. Ich habe die Augenzeugen. Also nicht irgendwie von Internet gefunden. Das sind meine Bekannten. Und ja. Die haben sie nicht gefragt. Also man hätte es ja natürlich sagen können, quod erat demonstrandum, vielleicht richten Sie Ihre Kamera mal in die Richtung, dann sehen Sie, warum ich davon gesprochen habe. Ganz genau. Ansonsten, ich wollte noch ergänzen zu Dirk. Er hat ja gesagt, ja, ich weiß nicht, von welchem Medium Sie ansprechen. Wenn ich mich recht entsinne, Dirk, hast du mit einer E-Mail-Adresse von Free21 angefragt. Natürlich, und darunter ist mein Sermon, steht drin, Chefredakteur Free21 und so weiter, ja. Ja, also genau, und dann tut er so, als ob er nicht wüsste, von welchem Medium du anfragst. Das ist alles Kinderkram. Dazu muss man wissen, dass was die machen, ist, die fischen sozusagen. Also ob jemand so blöd ist, darauf zu antworten, und dann werden sie in 3 Stunden interviewen, um irgendetwas rauszunehmen, genau, das man verwenden kann. Das haben sie damals mit Rainer Rothfuss gemacht. Den haben sie 2 Stunden interviewt und haben dann eigentlich doch nichts gekriegt. Das war damals Zapp zu Putins Kaffeefahrt, ne? 2017, der Friedensfahrt nach Russland. Das ist das eine. Ja. Und das andere ist, dass sie verpflichtet sind, weil wenn sie diese Sachen behaupten, du musst als Journalist sozusagen anfragen auf eine Kommentierung. Sonst kann man dich dafür, wenn das nicht abgefragt worden ist, kann man dich juristisch rankriegen. Und das ist der zweite Grund, warum sie das machen. Das hat aber nichts damit zu tun. Worauf man sich verlassen kann, ist, dass man vorgeführt wird. Das heißt, die wissen vorher schon, was sie für einen Bericht machen. Die interessieren sich, die gehen hin und versuchen, Material zu sammeln, mit dem sie ihren Bericht bekleistern können. Das war übrigens die Antwort von Robert Fleischer. Der hat gesagt, ich habe als Praktikant bei Spiegel TV gearbeitet und weiß, wie dort gearbeitet wird, und verzichte aus diesem Grund darauf, mit ihnen ein Interview zu geben. Ganz wichtig. Also das, was wir hier sehen können, ist, wir haben für ein Qualitätsmedium, egal wie du das definierst, was das Mindeste ist, wenn wir Fehler machen, müssen wir korrigieren. Alle, die wir hier sitzen in unseren Medien, wir bauen die Korrekturen so zeitnah, wie es irgendwie geht, in unsere Sendung ein. Das haben Dirk und ich gemacht, das macht der Thomas, das machen die beim dritten Jahrtausend. Und das, was wir sehen, gerade die Faktenchecker, die von sich selber behaupten, dass sie immer gerne Korrekturen machen würden, genau die tun es nicht. Ich weiß es auch
auch vom bayerischen Faktenfuchs, den ich ja auch auseinandergenommen habe. Dann schickst du ihnen das und sagst, guck mal hier, das was ihr da gebracht habt, ist objektiv falsch. Ne? Also ihr steht im Widerspruch zu diversen wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Was sagt er jetzt dazu? Du kriegst doch nicht mal mehr eine Antwort von denen. Und es wird auch nicht korrigiert. Und genau das sehen wir hier bei dem Thorold Brüggemann auch. Das heißt also, die angeblichen Qualitätsmedien machen das Gegenteil von dem, was sie behaupten, was sie tun würden. Es sind nämlich keine Qualitätsmedien. Genau. Vielen Dank, Markus. Ich möchte auch auf einen Beitrag verweisen, Club der klaren Worte von Markus Langemann. Der hat da ein Exposé veröffentlicht. Aber der Thomas hat es genau in wirklich elegischer Breite erklärt, Thomas. Ich möchte kurz erklären, wie diese Faktenchecker funktionieren. So fange ich an. Ich fange vielleicht mal da an, dass wir uns fragen müssen. Wir haben ja schon gehabt das Thema, die Internetkonzerne sollen mehr und mehr die Meinungsfreiheit garantieren, während sie eigentlich in Wirklichkeit alles wegzensieren, was ihnen nicht gefällt. Dazu benutzen sie, und das ist die Formulierung, unabhängige Faktenchecker, die natürlich dann bei den Internetkonzernen klären, wer ist denn jetzt hier, wer sagt die Wahrheit? Die Internetkonzerne waschen ihre Hände in Unschuld, wir können nichts dafür. Das kommt alles von den unabhängigen Faktencheckern. Und ich will das am Beispiel vom Korrektiv einmal aufzeigen, wie hübsch das aussieht, wenn man sich das anguckt. Also, wir haben hier die Seite vom Korrektiv, wo es um das Geld geht von denen. Und dann kann man sich angucken, wer sie bezahlt hat in den Jahren. So, 22 sind nicht vollständig, gehen wir auf 21. Sie bekommen von Luminate, das ist eine Stiftung, die sehr an der Wahrheitsfindung interessiert ist und so ziemlich alle Faktenchecker weltweit bezahlt. Schöpflin ist der deutsche Mainstream. Wir müssen uns erinnern, Korrektiv wurde gegründet von Brost, von der Brost-Stiftung. Brost ist, ich glaube, Watz-Gruppe, also deutscher Medienkonzern. Die haben Korrektiv gegründet als eben Korrektiv für die Mainstream-Medien. So, jetzt, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Korrektiv Artikel der Watz-Gruppe kritisiert, wenn sie von denen gegründet und bezahlt werden und auch die ersten leitenden Mitarbeiter alle von Brost gekommen sind? Das sehen wir übrigens auch, ne? Rudolf-Eugstein-Stiftung bezahlt die, auch schön regelmäßig. Das heißt, wir sehen, Korrektiv wird von den Medien bezahlt, denen sie angeblich auf die Finger schauen. Es gibt noch andere, die wir kennen, die ich kenne. Stiftung Adesium ist ein holländischer Verein. Das ist eine Stiftung, die Geld von der holländischen Regierung kriegt. Da will die holländische Regierung verdecken, wem sie Geld gibt. Das heißt, die finanzieren Adesium und Adesium finanziert dann die Interessen der holländischen Regierung stützen. Open Society Foundation muss ich nicht erklären, das ist Soros. Mercator fällt auch immer auf bei der Finanzierung von Faktencheckern. Und so weiter. Also das heißt, wir haben hier eine relativ bunte Mischung von Leuten, die sich immer wieder wiederholen bei den großen Zahlungen. Die wechseln sich ab. Also es gibt Adesium, Mercator, Luminate und so weiter, die eben die Faktenchecker weltweit bezahlen. Das ist eine Sache, die man wissen muss und die wechseln sich ab. Also weiß ich, Open Society von Soros bezahlt ein Jahr Korrektiv und das nächste Jahr irgendein Faktenfuchs oder sonst wen, damit das nicht so auffällt. Die wechseln sich reihum ab. Ich habe das Ganze auch aufgezeigt in einer ausführlichen Serie darüber, wie Bill Gates Medien bezahlt. Bill Gates hat etwa 400 Millionen Euro, Dollar in die Hand genommen, um sogenannte unabhängige Medien zu finanzieren. Darunter ist auch viel Geld, das Bill Gates direkt an Faktenchecker bezahlt. Wir sehen bei den meisten Faktencheckern, das zeige ich auch gleich noch, sehen wir unsere freundlichen Internetkonzerne, die eben sagen, die sind alle ganz, ganz neutral, die Faktenchecker, aber werden von den Internetkonzernen bezahlt. Jetzt ist die Frage, wie koordiniert man diese Arbeit? Es gibt, ohne das geht es anscheinend nicht, eine internationale Dachorganisation der Faktenchecker. Das ist das Poynter Institute in den USA. Das hat sich aufgeschwungen, die Dachorganisation zu werden und verteilt Zertifikate, also zertifizierte Faktenchecker vom Poynter Institute. Das war eine ganz schöne Geschichte, habe ich mal darüber berichtet. Und zwar gab es irgendwie Anfang des Jahres einen offenen Brief von 70 oder 80 Faktencheckern internationalen, die YouTube geschrieben haben, YouTube möchte bitte mehr zensieren, weil viel zu viele Desinformationen da unterwegs ist. Und wenn man sich das anguckt, dann waren das fast alles Faktenchecker, die beim Poynter Institute organisiert waren, das wiederum von YouTube bezahlt wird. Das heißt, das war ein Brief an sich selbst. Und das will ich aufzeigen. Und zwar sehen wir uns zunächst einmal auf der Liste des Poynter Institutes an. Das ist also die Liste von deren Faktencheckern, die bei denen zertifiziert sind. Und da kann man also durchblättern, das ist eine Liste von über 100 Stück und wir finden dann relativ schnell zum Beispiel Korrektiv. Ja, die sind also bei denen mit im Boot und das sind internationale Faktenchecker aus aller Welt, schöne Liste. Und wenn man dann weitergeht, dann findet man auch noch die Finanzierung von Poynter
Und wir stellen fest, Pointer wird wieder finanziert, unter anderem von Meta, das ist Facebook, von Microsoft. National Endowment for Democracy ist eine Stiftung von der US-Regierung, gegründet 1983. Und der Chef dieser Stiftung hat gesagt, die machen das, was früher die CIA gemacht hat, nämlich Regime Change. Wollte ich gerade sagen, das ist, kannst du sagen, Klammer auf CIA, Klammer zu. Ja, es ist Klammer auf, genau genommen, US-Außenministerium, die sie bezahlen, aber ne, Weinstein hat selber gesagt. Sie haben die Regime Change-Aufgabe übernommen. Ja. Richtig, also bei jeder Farbrevolution, wo demokratische Werte gefordert sind und irgendwelche Regierungen gestürzt werden, sind die mit Geld dabei. Die bezahlen also auch Pointer. Ich sagte ja schon, Luminate Omida, ne, die finden wir überall. TikTok ist dabei, WhatsApp ist wieder Facebook und so weiter. Und dann kann man eben gucken, auch hier findet sich zwischendurch auch mal wieder Google dann in manchen Jahren dabei. Das heißt, so, da möchte ich nochmal bei Omidyar ganz kurz rein, weil Pierre Omidyar ist der, der Intercept gegründet hat, aus dem Glenn Greenwald ausgeschieden ist, weil er seinen Artikel über Hunter Bidens Laptop nicht durchbekommen hat, der als russische Desinformation behandelt wurde und von dem wir heute wissen, dass er alles richtig war. Also das sind die Faktenchecker, die sozusagen, das ist eine der fettesten Geschichten. Also das heißt, dass der Laptop von Hunter Biden und sowohl als auch die von der Demokratischen Nationalkongress die E-Mails, die bewiesen haben, dass man den Bernie Sanders fertig gemacht hat als Präsidentschaftskandidaten. Das wurde beides als russische Desinformation bezeichnet, ist beides mal falsch, sondern es ist beides mal so gewesen wie berichtet. Und deswegen musste Glenn Greenwald, hat den Laden verlassen müssen, der für ihn gegründet wurde, The Intercept, weil dort die Faktenchecker die Fakten falsch gecheckt haben, nämlich andersrum, so wie es ihnen gepasst hat, aber nicht anhand der Fakten. Also wir müssen uns mal einen Begriff dafür ausdenken. Es sind keine Faktenchecker, sondern es sind Tendenzwächter oder sowas. Das ist das, was sie machen. Ja? Das ist Wahrheitsministerium. Brauchen wir kein Wort für, hat Orwell gut erfunden. Also der Punkt ist einfach, wenn man das durchgeht, und man kann das bei allen nennenswerten Faktencheckern tun, die werden genau von denen gegründet, denen sie angeblich auf die Finger schauen sollen, und werden von denen bezahlt, die sie hinterher als unerwähnliche Faktenchecker bezeichnen und anführen als Begründung für Zensurmaßnahmen etc. Das ist eine relativ kleine Gruppe von großen NGOs, das sind immer die Internetkonzerne. Und dann dazu Mercator, Luminate, Gates Foundation, Rockefeller Foundation und so weiter, und zu Open Society, Ford Foundation, und die wechseln sich ab. Ja, also die bezahlen selten, bezahlt einen Faktenchecker zweimal hintereinander, sondern die Karussellen darum, und damit es nicht so auffällt. Aber ich habe mich mit Faktencheckern und deren Finanzierung, also meine Politik ist ja immer, wenn ich was sehe, gucke ich mir erst an, wer bezahlt. Und ich kenne also inzwischen so die Liste von, weiß ich, etwa 10 NGOs, die immer dabei sind. Das heißt, wir haben eine relativ kleine Gruppe rund um die Internetkonzerne und die NGOs der amerikanischen Milliardäre, die im Grunde für uns alle festlegen wollen, was ist die Wahrheit und was nicht. Das ist eigentlich eine kurze Zusammenfassung. Und um das Ganze zu koordinieren, gibt es eben das Pointer Institute, das diesen Job dann ganz hervorragend macht. Weil wenn man feststellt, dass diese weltweiten Faktenchecker irgendwas fordern, dann kann man die Liste abgleichen mit den Mitgliedern bei Pointer und siehe da, es funktioniert. Das sind so Sachen, die kann ich inzwischen blind, und das dauert 3 Minuten, wenn ich sowas lese, weil es immer das gleiche System ist. So kann man ja sagen, die Faktenchecker, die werden, also du hast dich jetzt auf Korrektiv zuerst bezogen, die kriegen eine ganze Menge Geld, das ist also doch tendenziell also gar nicht mehr unabhängig ist. Ich glaube ja, es ist nicht tendenziell nicht unabhängig, es ist komplett nicht unabhängig. Wir haben am Anfang gesprochen über diese Zensurrichtlinien der EU. Da steht drin, dass die EU die Faktenchecker finanziell unterstützt, die EU-Kommission. Also da ist nichts mit unabhängig. Die werden von der EU-Kommission, von den Internetkonzernen, die Interessen haben, und von Oligarchenstiftungen, von Milliardärstiftungen, die ebenfalls Interessen haben, bezahlt. Und dann müssen wir uns nicht wundern, warum die sich alle einig sind, was die Wahrheit ist und was nicht. Ist ja auch, glaube ich, eine gemeinnützige GmbH, dieses Korrektiv. Korrektiv, ne, ist eine gemeinnützige GmbH, ja. Ja, und ich glaube, also diese Zahlen, die du eben genannt hast, sind die offiziell zu sehen? Also kann man die irgendwo finden? Welche Zahlen jetzt? Welche meinst du? Die du vorhin eben in einer Tabelle dort aufgeführt hast. Das war die offizielle Seite. Das ist deren Seite, das ist von denen selbst. Die haben das veröffentlicht Korrektiv höchst selbst. Das ist Korrektiv, also original geht nicht.
Und wie wird das kommentiert in den öffentlich-rechtlichen Medien? All die Spender sind doch an der freien Meinungsäußerung interessiert, schützen die freie Presse und unterstützen diejenigen, die freie Meinung. Die haben ja alle keine Interessen. Bill Gates verschenkt 400 Millionen an die Presse, die anschließend das berichtet, was er toll findet, aber er hat keine Interessen. So ähnlich habe ich das ja gehört bei der Pia Lamberti, die dann natürlich auch in diesem europäischen, ich sag mal, Netzwerk arbeitet. Ne? Man muss dazu sagen, das war ehemals Compact, das heißt jetzt CEMAS, also CEMAS. Ja. Für mich ist das Gleiche in Grün. Also es geht immer um diese Geschichte, dass man halt einen akademischen Unterbau hat. Da kann man irgendeinen Akademiker ein paar schlaue Sätze sagen lassen. Der sagt dann immer sowas, also Pia Lamberti sagt ja generell, also diese Typen, die gegen Corona sind alles Terroristen und also irgendwie, also haben die auch immer ein bisschen was mit Gewalt zu tun, also ganz gefährliche Leute. Genau, und dann da kommt noch irgendwie das Stichwort Reichsbürger, da kommt noch ein Stichwort was anderes mit Rechtsradikale und dann wird das zusammengemischt und dann hast du einen schönen Bericht über die ganz komischen Typen, spiel nicht mit Schmuddelkindern. Mhm. Und immer die gleiche Methodik. Eins hinzufügen, ganz wichtig, warum wird das gemacht? Warum brauchen die hunderte Organisationen? Das ist der Witz, weil eben kein Mensch reinguckt und feststellt, dass diese 100 Faktenchecker und wie sie alle heißen, ihr Geld aus den gleichen 10 Töpfen bekommen. Erscheint aber der Eindruck beim Leser, beim Konsumenten der Medien, da wären hunderte vollkommen unabhängige Organisationen, die alle zum gleichen Schluss kommen. Das muss ja stimmen. Die können also, und die gründen sich teilweise die Vereine selbst. Ne? Sie Korrektiv von Boros gegründet. Das ist also, die werden von denen gegründet, die sie auf die Finger schauen und deren Meinung sie bestätigen. Und wenn du davon dann ganz viele hast, dann klingt das für den Leser so, alles unabhängige Leute, alle von Spenden finanziert, ganz nette Menschen, die alle die gleiche Meinung haben, die muss stimmen. Ja. Dass es die gleichen 10 Geldtöpfe sind, erfährt der Leser nicht. Aber man muss natürlich dazu sagen, das ist natürlich eine Operation, um das Problem anzugehen, das sie schon seit Jahren sehen. Denn die eigentlichen Faktenchecker, das sind Gierjahren. Und die sehen natürlich, dass dann kommst du mit Fakten, und das ist ja inzwischen ein Sport geworden, das zu widerlegen, was in den öffentlich-rechtlichen oder in den Leitmedien läuft. Das machst du ja auch mit dem Antispiegel. Das heißt, du zerlegst das ja genüsslich und zeigst dann die tatsächlichen Fakten. Das heißt, du zeigst dir die Daten dazu. Und wir knabbern nach und nach von diesen Mainstream-Gläubigen, knabbern wir ja immer eine kleine Scheibe ab. Und das ist natürlich ein Dorn im Auge. Das haben sie, also jetzt versuchen sie psychologische Tricks, und das ist halt ein psychologischer Trick, den du gerade zeigst. Sie versuchen mit psychologischen Tricks, mit Unterfirmen, mit irgendwelchen Scheinfirmen, mit irgendwelchen zu Zirkelschlüssen, die sie dann innerhalb dieser Firmen machen, versuchen sie, die Zuschauer auf ihrer Seite zu halten. Das klappt nur bedingt in dem Moment, wo die Zuschauer das Glück haben, dass sie uns mal ausführlich hören und zuhören, dann gehen die von den Leuten weg. Und die kommen dann auch nicht mehr wieder. Das ist ja der Punkt, der dahinter steht. Markus, kannst du ein kleines Beispiel erläutern? Ich sehe ja da auch diese also starke Vernetzung untereinander und das quasi, dass man sich gegenseitig bestätigt. Also es war ja damals auch wohl die Frage, das hattest du mal bei Geschichten aus Wikihausen bearbeitet, dass die ARD quasi eng mit Wikipedia zusammenarbeitet, um quasi das zu legitimieren. Es ist eine gute Quelle. Und da gibt es ja jetzt nun auch noch andere Organisationen, die sich dann einfach so gegenseitig die Bälle zuschieben, um das für den Zuschauer oder Zuhörer, dass sie sich gegenseitig bestätigen in ihrem Wissen. Ja, also wir hatten einen Fall, das war die Sendung, da habe ich mich mit dem Thorsten Mirtsch unterhalten. Das war ein Interview, wir haben also über Compact berichtet. Mhm. Und er zeigte mir eine Sendung von Quarks & Co. Die weiß ja. Ranga Yogeshwar. Ranga Yogeshwar, ja. Buchstabrier, okay. Und er zeigte dann, guck mal, Markus, wer da alles mitgemacht hat. Und alle Leute, die als angeblich in der Sendung unabhängige Experten da geladen waren, die haben ja alle so etwas da im Interview gesagt, alle diese Leute, ausnahmslos, waren alle bei Compact. Das heißt, du hast dann 4 Leute an der Zahl, die da interviewt werden. Es wird suggeriert zumindest, dass das also verschiedene Leute sind, die alle irgendwo herkommen. Und wenn du genauer nachprüfst, weißt du, ey Mann, Moment mal, die kommen alle aus demselben Verein. Die hätten die Sendung auch kürzen können um 3 Interviews. Sie hätten nur ein Interview gebraucht. Ist doch klar, wenn die alle im selben Verein sind, sagen die alle dasselbe. Das heißt, er hat also dann 4-mal die gleiche Meinung mit anderen Sprachfärbungen gehabt. Das war es aber auch schon.
Wir haben das Gleiche wieder übrigens bei Spiegel gehabt, also dass dann da wurde die, das war die Monitorsendung, da ging es um den Wolfgang Wodak, der wurde da richtig runtergeputzt und da war zum Beispiel die Pia Lamberti und der Michael Butter gleichzeitig zu sehen. Also wieder das Gleiche, das heißt, du hast zwei Experten geladen, ach genau, und dann kam noch der Jan Rath. Genau. Da kam noch der Jan Rath hier dazu. Das heißt, alle drei, die da gezeigt wurden, waren wieder jetzt gemeinsam in Kompakt drin. Mhm. Und das heißt, das sind also, die sind also immer vernetzt miteinander. Ich hatte in derselben Sendung habe ich gezeigt, dass es also ein Netzwerk gibt rund um diese Amadeo-Antonio-Stiftung. Zum Beispiel ist der Jan Rath hier hat irgendwie so ein Planspiel gemacht, wo es die Welt am Abgrund hieß das, glaube ich. Und dazu gibt es eine Unterrichtseinheit. Diese Unterrichtseinheit wurde evaluiert von Pia Lamberti und ihrer Studienkollegin da. Die selber zitieren also haufenweise Sachen nur von Michael Butter. Auch in dem Planspiel selber, wenn du hinten den Literaturanhang guckst, was dann die Lehrer dann mal sich so anschauen sollen, da sind also haufenweise Sachen von Michael Butter drin. Also da wird er auch zitiert. Und es wird Psiram zitiert, also als angeblich verlässliche Quelle. Mhm. Ja. Da packst du dich an den Kopf. Also das nochmal für das Wissen. Das ist also Beispiel. Dieses Denunziantenportal. Also ja. Das wird dann da auch als Quelle angegeben. Ich möchte gerne mal nochmal den Thomas fragen, wie wird denn das eigentlich, du bist ja in vielen Fernsehsendungen und dort wird da ziemlich hart auch diskutiert um bestimmte Fragen oder ich sag mal Geschehnisse. Wie wird denn das im Fernsehen in Russland gelöst oder organisiert? Ist da eine etwas ausgewogene Zusammenstellung? Und das ist ja subjektiv. Also was man sagen kann, das Problem brauche ich hier gar nicht ansprechen, weil es die Faktenchecker hier in der Form nicht gibt. Also dann machen die machen sich ja in Russland lustig über das System der Faktenchecker, weil sie einfach erklären, so da hast du einen, der kriegt von 5 Leuten Geld oder du hast 10, die kriegen von 5 Leuten Geld, die sich abwechseln. Was glaubt ihr, was die erzählen? Dann ist das klar. Also diese Faktenchecker gibt es in Russland in der Form gar nicht, weil einfach das System aufgezeigt wird, wie sowas funktioniert. Also von daher, das ist kein Thema hier. Von daher kann ich dazu gar nicht so schrecklich viel sagen. Also diese Dinge, Russland hat ja nicht umsonst viele dieser Stiftungen verboten, Soros und wie sie alle heißen, weil Russland eben auf diesen Blödsinn keine Lust hat, dass da Leute sich welche bezahlen, die dann ihnen selbst bestätigen, wie recht sie haben. Da hat Russland gesagt, brauche ich nicht. Und darum existiert das Problem in der Form hier gar nicht. Ich war ja auch früher, vor 2019, auch in russischen Sender, ging es ja um NATO. Und du kannst ja erst bestätigen, es gibt immer zwei Seiten, dafür und dagegen. Also manchmal klopfen sich sogar auch die Polen und Russen und Ukrainer. Und ich glaube, also da waren wirklich Hardcore-Nazi-Ukrainer mit Totenkopf und sonst was. Also nicht jetzt in der Sendung, aber die sind auch schwarz eingezogen. Das war so ein richtiger Vertreter von der Regierung von Ukraine und der war jede Sendung in der ersten Kanal. Also ich kenne jetzt den Namen nicht mehr. Und so viel wie ich weiß, also zumindest mal die Vertreter von der NATO-Meinung sind immer in der Sendung. Kannst du das bestätigen oder habe ich jetzt zu wenig Sendung geguckt? Kommt auf die Sendung an. Du hast die NATO-Meinung ist ja Russland nicht geheim. Die westliche Medienmacht ist ja da und die NATO-Meinung ist ja allgemein bekannt. Das heißt, es funktioniert nicht wie in Deutschland, wo gar keiner wo die normale Deutsche die russischen Argumente nicht kennt, weil sie verschwiegen werden, sondern in Russland sind die Argumente bekannt. Das ist also ein bisschen was anderes. Die Nazis sind jetzt, seit das in der Ukraine läuft, kommen die hier nicht mehr ins Fernsehen, die Zeit ist vorbei. Aber grundsätzlich ist es in Russland kontroverser. Also ich habe auch schon mir die Frechheit rausgekommen, eine Live-Sendung Entscheidung der russischen Regierung zu kritisieren und gesagt, ich verstehe nicht, warum die das machen. Das ist also jetzt nichts, was da irgendwie dafür gesorgt hätte, dass die mich eingesperrt hätten. Die haben mich sogar wieder eingeladen. Also das ist hier schon alles lockerer als im Westen. Also auch, wie gesagt, die kannten mich nicht, als die mich das erste Mal geholt haben, weil ich, wie gesagt, ich bin ja in Donbass irgendwo vor ein paar Fernsehkameras gelaufen. Da fanden die das toll. Ein Ausländer, der Deutsch kann, der Russisch kann, kam ich nach Moskau zurück, dann kriegte ich gleich die Anfragen, komm in die Sendung. Die wussten nicht, wer ich bin, die wussten gar nichts und haben mich gleich in den Live-Sender geholt, also wo ich auch hätte erzählen können, was ich will, ohne dass es geschnitten wird und landesweit ausgestrahlt. In Deutschland, man beachtet das, sind die ganzen Talkshows Aufzeichnungen. In Russland sind sie fast alle live. Also ist schon ein Unterschied. Und was ich noch als russischer Experte sagen kann, Dirk hat ja erwähnt, dass auf Deutsch heißt es ja Meinungsfreiheit und auf Russisch heißt es Svoboda Slova, also Freiheit des Wortes. Ja, also ich darf sagen, was ich will. Ja. Egal, was das für Meinung ist. Ne? Mhm.
Also sollten wir immer, das klingt so akademisch, aber dieser Ausdruck Meinungsfreiheit ist, es ist wichtig, dass man, wie er gesagt hat, dass man sagen kann, was man denkt. Darum geht es. Es geht also Ausdrucksfreiheit, es ist aber Freedom of Speech heißt das im Englischen. Viel besser der Ausdruck. Ja, wie in Russland, Freiheit des Wortes. Also in Deutschland darfst du eine Meinung haben, aber du darfst sie nicht sagen. Das ist der Unterschied. Ja, genau. Also, oder der wird von Korrektiv dann und Meinungschecker und Faktenchecker halt widerlegt und dann im öffentlichen Rechtlichen präsentiert als Beweis ohne den Nachweis, dass es ein Beweis ist. Ja. Ich würde gerne noch einmal in die Architektenperspektive, also den Bauplan, weil wir haben jetzt ganz interessante Einzelteile zusammengetragen. Also das heißt, Thomas Röper hat diesen das Kreislaufmodell beschrieben, also wie man sich selber Legitimation und Glaubwürdigkeit verschafft, indem die Kommunikation im Kreis geht. Wir hatten das beschrieben, dass Wikipedia, wo wir Objektivität erwarten, die Möglichkeit, an jeder Stelle die Möglichkeit eröffnet wird, extrem subjektiv zu sein, also das heißt, als Propagandamedium zu wirken. Das passt alles gut zusammen. Und wir haben diese Faktenchecker, die nur in eine Richtung checken. Also nur, wenn jemand was sagt, was ihren Auftraggebern nicht gefällt. Und das vierte wäre dann vielleicht, wenn ich das noch kurz anführen darf, das ist zum Beispiel Integrity Initiative, aber das ist ja vom Institute of Statecraft, also dem Institut für Staatslenkungskunde oder Kunst, genannt in Großbritannien. Was die gemacht haben, ist etwas ganz Ähnliches, was Thomas beschrieben hat. Das heißt, man hat in den Ländern Konglomeraten gebildet von Leuten, die sich die man sozusagen auf kurzen Zuruf aktivieren kann, damit sie entsprechend der NATO-Linie, also das heißt der antirussischen Linie, so kann man das noch genauer definieren, sofort medial in der Wissenschaft oder in der Politik aktiv werden können. Das heißt, du warst zu vorsichtig, man kann es nicht so definieren, Sie haben es selber so gesagt. Der Sinn von Initiative ist tatsächlich antirussische Agitation. Das steht in den Dokumenten drin. Ja, das genau. Also das heißt, man kann es sozusagen genauer so definieren, weil sie das sagen. Es geht darum, Leute, die unsere Auffassung teilen. So nennen sie das sogar. Und was sie dann machen, ist, sie holen sich Experten. Das heißt, ein Journalist weiß dann, welchen Politwissenschaftler aus welchem Think Tank, welchen Militär er fragen kann, welchen Außenpolitik-Experten, sodass er sofort weiß, wenn eine Nachricht kommt, das und das ist in Russland passiert, damit man dann einen Bericht machen kann, sich nur in dem eigenen Sumpf bewegend, das darzustellen und dann zu sagen, das ist der Experte. Dann kommt jetzt, was neuerdings ja immer die Definition ist, dieser Experte weiß. Ja? Also er ist so und so Experte weiß und dann berichtet er darüber, womit man eine Einheitlichkeit der Analyse darstellen kann. Wenn zum Beispiel jemand wie Jacques Bot mit seinem Hintergrund, wenn der jetzt, der ist aufgetreten, bei The Grey Zone, ich habe ihn jetzt gerade interviewt, ich hatte ihn für ein australisches Internetradio auf Englisch interviewt und dann wird er sofort diskreditiert und wird gesagt, dass er die Sprechpunkte von Putin wiedergibt, obwohl er sagen in der Schweiz dazu da war, diese Situation zu analysieren und das auch so gemeldet hat und auch sagt, dass die meisten seiner Kollegen Analytiker aus den Nachrichtendiensten, mit denen er Kontakt hat. Er selber ist absolut westlich orientiert. Er sagt nur, das sind eben die Fakten. Die Fakten sehen so aus, wie das, was er da erzählt, zum Beispiel über den Ukraine-Krieg. Also hört es euch an, es ist immer wieder extrem interessant, was er zu erzählen hat. Und das passt aber nicht in das Narrativ. Während die Leute von Integrity Initiative, und dazu gibt es eine Vielzahl von Netzwerken mittlerweile, die nach eben diesem Prinzip des Kreislaufs, das, was Thomas Röper beschrieben hat, ich brauche es nicht mehr weiter ausführen, so funktioniert das. Und da gehören zum Beispiel in Deutschland, gehört Marie-Louise Beck und die Stiftung Liberale Moderne, sie war als Führungsfigur ausersehen, hat gesagt, ich wusste das gar nicht, ja, als sie gefragt worden ist. Das Ganze mit Anbindung an Leute aus dem englischen Geheimdienst, die Engländer übernehmen gerne die Führung bei diesen Sachen. Und das ist ein europaweites Netzwerk, was so funktioniert. Und das ist das, was wir in den Medien als objektive Sache bekommen. Und das sind auch die Leute, die von den Fact-Checkern dann angefragt werden, wie denn die Fakten sind. Ja, das heißt, es ist, der Fuchs bewacht den Hühnerstall, sagt man, Böcke, die zu Gärtnern ernannt werden, sagt man im Deutschen. Das ist immer dieses gleiche Prinzip.
Also das, was wir vorhin von Thomas gehört haben, transponiert es euch durch die Bereiche. Ja, du bist teilweise fast ein bisschen zu harmlos in deiner Formulierung, weil, muss ich so sagen, weil ich habe mir die... Der ist in Deutschland, nicht in Russland. Na Moment, ja, nee, pass auf, der Punkt, ach so, Keule verstanden. Der Punkt ist folgender, das Ganze wird bezahlt von der britischen Regierung, angebunden an den Geheimdienst und die Cluster in den Ländern, also in jedem europäischen Staat wurde so ein Cluster gegründet aus einer Reihe von Experten, die man bei Bedarf sofort in die Medien schicken kann. Und die werden gesteuert von der britischen Botschaft des jeweiligen Landes. Also das heißt, das ist ein britischer Botschaftsmitarbeiter, britische Regierung, britischer Geheimdienst, die dafür sorgen, dass die nötige antirussische Meldung in die deutschen Medien kommt, wenn sie gewünscht ist. Das muss man ganz deutlich sagen. Das hat mit Journalismus nichts mehr zu tun. Das ist reine Propaganda. Ist auch nicht, es ist ein Propagandabereich. Institute of Statecraft, eben oben drüber über Integrity Initiative, gibt nicht an, von wem es bezahlt wird. Es wird aber teilweise von der NATO finanziert. Der Gründer ist doch ein ehemaliger hoher NATO-Funktionär. Ich habe den Namen vergessen. Ja, der ist auch ein MI6, ein britischer Auslandsgeheimdienst angedockt. Also das heißt, und wir haben Institute of Statecraft, ist, wie ich die, wenn man das schon übersetzt, das sind alles so verschleiernde Begriffe, aber es ist ganz klar, es ist auf staatlicher Linie, hier wird ein staatlicher Propagandaapparat aufgebaut, der seine Tentakel in die angeblich staatsfernen öffentlich-rechtlichen Medien und privaten. In die privaten Medien reinbewegt. Und das fächert sich natürlich in unterschiedlichen Bereichen auf, was unsere Zuseher wahrscheinlich auch gar nicht so präsent haben. Also es sind vor allen Dingen auch die Medienagenturen, die internationalen, der Ulrich Mies hat darüber mal geschrieben, AP zum Beispiel. Ne? Schon 2009 ist bekannt geworden, dass das Pentagon damals 27.000 Mitarbeiter hatte, mehr oder weniger frei, die Nachrichten produziert haben. Das heißt also, die Meldungen, die in die Nachrichtenagenturen kommen zu einem sehr großen Teil direkt vom Pentagon. Das ist eine Sache, die ist damals bekannt geworden, hat für ein paar Wellen gesorgt und wurde ganz schnell wieder vergessen. Es hat sich auch nichts daran geändert. Also es ist davon auszugehen, dass diese Abteilung inzwischen wesentlich größer ist. Und wie gesagt, wir reden nicht von 27, sondern von 27.000 Menschen. Und die sorgen dafür, was in die Nachrichtenagenturen kommt. Das ist also, die kommen dann als Experten und als was ich was und dürfen da erzählen. Und das ist das, was dann die deutschen Medien in der Regel per Copy-Paste den Lesern berichten. Das heißt, wenn jetzt eine Meldung kommt in den Nachrichtenagenturen, dann legen wir sie in den Spiegel und dann sehen wir diese Tagesschau. Und man muss aber wissen, dass die Meldungen sehr oft direkt vom Pentagon kommen und das betrifft alle westlichen Nachrichtenagenturen. Also die haben beliefert AP, AFP, DPA, Reuters etc. pp. Und da die Medien, wir hatten das auch schon mal irgendwann das Thema, ja immer weniger Geld haben und ihre Redaktion zusammendampfen, machen die meistens nur Copy-Paste. Das kann man sehr schön nehmen, mache ich immer wieder den Spaß, wenn du einen Artikel hast, nimm ein Zitat, gib es bei Google ein und siehe da, du findest 10 Medien, die das gleiche Zitat haben, fast wörtlich den gleichen Artikel. Und wenn du runterscrollst, siehst du Quelle DPA. Da kannst du so in etwa mal einschätzen. Bei Reuters ist es, wir hatten ja den Fall jetzt gerade mit dem Beschuss. Reuters hatte vermeldet, das waren die Ukrainer. Und darf ich dazu, weil ich den Fall gut kenne? Bitte? Ja. Also Reuters kann Dirk gleich nehmen, ich will den Fall nur, weil ich das aus erster Hand weiß. Ich habe an dem Tag auch mit Donetsk telefoniert mehrmals. Reuters meldet um 13 Uhr Keks, Ukraine beschießt Donetsk, einen Markt. Tagesschau meldet in ihrem News-Ticker, Ukraine beschießt einen Markt. Abends in der Tagesschau meldet die Tagesschau in der Sendung um 20 Uhr plötzlich, die Russen beschießen einen Markt in Donetsk. Wo man sich fragt, warum sollen die Russen ihre eigene Stadt beschießen? An dem Tag sind über 300 Geschosse und Raketen in Donetsk eingeschlagen, in zivilen Zielen in Wohngebieten. Unter anderem getroffen an dem Tag, was keine westliche Medienagentur gemeldet hat, eine Geburtsklinik. Was war in Mariupol los Anfang März als angeblich, was bei der Geburtsklinik passiert ist? Das ist an dem Tag in Donetsk passiert und die Tagesschau hat wieder besseres Wissens und also sie hat es zuerst richtig auf dem Newsticker gehabt, in ihrer 20-Uhr-Sendung gelogen. Sie hat die Geburtsklinik verschwiegen. Und sie hat 3 Tage gebraucht, um den Fehler, den sie so sehr bedauert, einzugestehen. Und zwar nicht in der Sendung, in der Richtigstellung, sondern auf der Seite der Tagesschau. Und irgendwo versteckt die Rubrik Tagesschau-Blog. Hat noch nie jemand gesehen. Da haben sie geschrieben, wir ärgern uns so sehr, dass uns das passiert. Das tut uns echt ganz doll leid. So, wer glaubt das, wenn sie sich so sehr ärgern, dass sie es keinem erzählen?
Das ist die Geschichte. Wie gesagt, Reuters hat in dem Fall sogar korrekt berichtet, aber die Tagesschau hat es auch korrekt übernommen und dann selber verändert. Es ist immer ganz wichtig, diesen Pfad einfach mal nachvollziehen zu können für die Zuschauer. Denn diese Meldung ist ja synchronisiert worden von einer Sprecherin. Die hat also mit Inhalten eigentlich nichts zu tun. Die kriegt diesen Text, sie spricht den ein. Aber vorher gab es ja eine Meldung und die hat einem Redakteur bearbeitet, sonst könnte sie diesen Text nicht sprechen. Und die Frage ist, hat der Redakteur muss dann mutwillig ja eigentlich dann diese Länder ausgetauscht haben. So gehe ich mal von aus. Und was mich dann auch ärgert, ist, dass das nicht sofort korrigiert wird. Also die haben sich wirklich lächerlich gemacht, denn im Internet war es eigentlich schon längst aufgearbeitet. Markus, du wolltest jetzt noch was sagen. Also ja. Ich wollte zu Thomas noch ergänzen, das ist ja auch wieder ein Merkmal von Qualitätsmedien. Also normalerweise, wenn du eine Korrektur machst, kommt diese Korrektur dahin, wo du vorher die falsche Meldung veröffentlicht hast. Und hier sehen wir das Gegenteil, das heißt, sie pusten diesen Bericht raus, öffentlichkeitswirksam in einem großen Medium. Und dann kommt 3 Tage später, also für eine Tagesschau sehr, sehr langsam, kommt dann eine sogenannte Korrektur auf einer Unterseite von ihrem Medium, wo man davon ausgehen kann, dass das eigentlich kein Mensch liest. Das ist eigentlich auch noch nicht mal nach dem Medienrecht nicht korrekt, denn sie müssen eigentlich da korrigieren, wo sie vorher die Falschmeldung gemacht haben. Ich habe darunter, man konnte kommentieren, ich habe darunter, sagen wir mal, einen sehr robusten Kommentar abgeliefert, allerdings jetzt nicht mit Schimpfwörtern, auch also in der Sache sachlich, aber natürlich scharf kommentiert und gesagt, also was ist hier los? Die so sogenannten alternativen Medien arbeiten doch besser als die Tagesschau. Dieser Kommentar ist natürlich nicht online gegangen, weil der wird dann natürlich moderiert. Das ist interessant. Ne? Mhm. Ich habe aber absichtlich das so formuliert, dass sie es eigentlich hätten online stellen müssen. Ist nichts passiert. Ich glaube, ich habe das sogar bei uns auf dem Telegram-Kanal. Kann ich gleich nochmal, wenn ich es gefunden habe, nochmal hier ganz kurz zitieren. Mir fällt sowieso generell auf den öffentlich-rechtlichen Medien oder auch die Welt. Es werden oft die Kommentarfunktionen dann ausgestellt. Die Frage ist, wie möchte man denn im Kontakt mit diesem Publikum bleiben und eine Diskussion oder eine Debatte anregen? Ne? Das findet eigentlich dann bei man will keine Diskussion. Ja. Das ist ja relativ einfach, eins. Und das Zweite ist, man hat auch keine Faktenchecker, wenn man selber Fehler macht. Also das heißt, dieser Fehler, der massiv ist, war 3 Tage da. Und ich zu dem, was Markus gesagt hat, zum Beispiel bei einer Gegendarstellung, ist die juristische Vorschrift, dass sie am selben Ort in derselben Größe stattfinden muss. Also das heißt, das wäre, wenn es jetzt eine Gegendarstellung der russischen Regierung, was ja gar nicht mehr vorkommen würde, dass die überhaupt gefragt würden dazu, hätte die entsprechend da sein müssen. Also das ist ein gutes Beispiel, diese Sache. Das heißt, es ist Fake News, es ist nicht korrigiert worden und als es korrigiert wurde, sehr viel später, hat man es so korrigiert, dass man gerade noch sagen kann, man hat es korrigiert, es hat aber keine Wirkung, die Korrektur. Die Korrektur ist nicht dazu da, um wieder aufzuklären, sondern nur, damit man sagen kann, ja, wir haben es ja links hinten im Hundeklo, in der Ecke, haben wir ein Schild aufgestellt. Ja? Und da hätten sie es finden können, wenn sie gesucht hätten. Ja. Gibt es da irgendwelche Normwerte, irgendwie einen Passus im Mediengesetz? Generell ärgert uns ja sowieso alle. Nein, dass bei Gegendarstellung, ich sagte, bei Gegendarstellung ist es so, da ist es, muss es an der gleichen Stelle in einer vergleichbaren Größe sein. Also man kann nicht Bildzeitung so eine Überschrift machen und dann so eine Gegendarstellung dazu machen. Mhm. Da ist es festgelegt. Aber deswegen sagte ich, diese ganzen Verfahren, also Alternativmedien, das ist ja alles neu. Und das Einzige, was wir dazu gesehen haben, sind die Medienboards, die dafür sorgen, dass die Alternativmedien abgeschaltet werden. Das ist alles. Wir haben ja so eine Aufsichtsanstalt für die öffentlich-rechtlichen Medien. Da ist ja der Herr Klinkhammer und noch ein Journalist, der dort gearbeitet hat. Aber das ist keine Anstalt. Nein, das ist die Publikumskonferenz. Das ist keine offizielle. Die haben sich selber gegründet zu diesem Zweck. Die Institution, die das überwacht, sind die Rundfunkräte, die zusammengesetzt sind aus den gesellschaftlich relevanten Gruppen. Also so, und das ist Politik? Das ist sozusagen nach Parteiproports, das ist ja der Punkt, ist das wirklich staatsfern? Dafür ist es gegründet worden.
Und Klinkhammer, das Prinzip ist so. Also das heißt, das Publikum kann meckern und kriegt dann mitgeteilt, dass es keinen Grund für sein Gemecker gab. Das ist die, so funktioniert das in hunderten von Fällen ohne Ausnahme. Also ist dort eigentlich auch kein Prozess, kein demokratischer Auseinandersetzungsprozess zu beobachten? Nein, gar nicht. Das möchten wir hier nur noch mal vorstellen. Wir sind ist ja auch, ist auch bei der ständigen Publikumskonferenz so dokumentiert. Also man kann wirklich sagen, dass also diese Rundfunkräte sind dysfunktional, die funktionieren nicht. Ich habe meinen Kommentar gefunden. Okay. Also ich habe unter diesem Tagesschau Korrekturbeitrag geschrieben. Also diese in Anführungsstrichen Korrektur ist unglaubwürdig. Sie haben vor der 20 Uhr Tagesschau selbst innerhalb der anderen Nachrichtenformate korrekt berichtet und prompt in der 20 Uhr Tagesschau nicht mehr. Ihnen musste bekannt sein, dass das eine Falschberichterstattung ist. Außerdem brauchen Sie 3 Tage zur Korrektur, Fragezeichen. Wie schon vorab gesagt, gehört diese Korrektur an dieselbe Stelle, wo sie ursprünglich verbreitet wurde, und das ist die 20 Uhr Tagesschau am nächsten Tag. Auch fehlt die Einordnung des Krieges in den historischen Kontext. Wann gedenken Sie zu berichten, dass Donetsk seit nunmehr 8 Jahren durch die Ukraine beschossen wird? Wann berichten Sie, dass die Separatisten erst zu solchen wurden, als ihnen verboten wurde, öffentlich ihre Muttersprache, in Klammer auf, Russisch, Klammer zu sprechen? Da arbeiten die unabhängigen Medien wie Apolut, Rubicon, Wikihausen, der NATO-Untersuchungsausschuss unter anderem deutlich professioneller, und sie wundern sich über Zuschauerschwund, ich nicht. Danke, Markus. Ja, also das, nicht gescheitert. Mir war schon klar, dass wegen des letzten. Ja, aber versuchen kann man es und muss man es. Kannst du denn hier vom Mainstream noch empfehlen, die, wo du sagen kannst, die arbeiten einigermaßen korrekt? Ja, Schweigen im Walde, ja. Also das heißt, was im Moment wieder sich extrem gut entwickelt, ist die Berliner Zeitung, von der ich sagen würde, dass sie ein Spektrum wieder abbildet. Berliner Zeitung war mal die beste Zeitung Deutschlands aus meiner Sicht, so um 2000 rum, als sie keinen Chefredakteur hatten und sozusagen zusammengewürfelt aus Ost und West waren. Das waren glorreiche Zeiten. Ja, also dann wird es schon eng. Also ich würde sagen, Junge Welt kann man sich ab und zu einigen Themen, also gerade was Russland betrifft, sind die so, dass man, oder Kuba, also das heißt die ehemaligen sozialistischen Staaten, das ist ganz gut, was da kommt. Und dann gibt es immer wieder Ausreißer. Also das ist oft so, es sind ja auch Individuen und ab und zu schreibt mal jemand etwas. Das gibt es überall. Aber ich würde dringend dazu raten, sich anderweitig auch zu informieren. Und das ist ja interessant, dass uns das unmöglich gemacht wurde. Die einfachste Abgleichform für die russischen Nachrichten war ja mal RT und jetzt gibt es noch Antispiegel.ru, was man sich angucken kann, und dann war es das schon. Also selbst einer meiner Lieblingswebseiten, Strategic Culture, kriegst du nur noch über VPN. Ja? Also wenn du mit einem normalen Browser reingehst, kriegst du das gar nicht mehr. Also wir haben die Herstellung einer Propaganda-Umgebung, und das weiß man aus der Propagandaforschung, das ist einer von den simplen Ergebnissen, dass wenn man in der Lage ist, die Gegenstimmen komplett auszuschalten, ist man in der Lage, seine Sicht der Dinge durchzudrücken. Das war, deswegen ist das in totalitären Regimen immer so durchgeführt worden, und das in diese Richtung, also das heißt in eine Richtung des Totalitarismus, also das heißt, Totalitarismus heißt ja eigentlich alle Lebensbereiche kontrollierend, aber hier, ich sage das jetzt mal in dem Bezug, dass man keine abweichenden Stimmen mehr hört, das wird durchgeführt. Und ich will jetzt einfach nur mal, wenn ich meinen Computer hier zum Laufen kriege, würde ich gerne einfach mal, das kriegen wir gar nicht mit, es gibt so viele, das sind jetzt alles Institutionen, also das heißt, solche Organisationen, die von der EU hergestellt worden sind, bezahlt werden, die der Abwehr gegen die russische Propaganda und Covid-Propaganda und Fact-Checking dran sind. Also SOMA, Provenance, Social Truth, Eunomia, We Verify, Heros, Co-Inform, Quest, Tresca, Fandango, Comprop, Die Banke, Fair, Good News, Lehman geschrieben, Einbremsung von Falschmeldungen, Truth Check, Neutral, Epidemics Intelligence for Open Sources, Mediasys und so weiter. Also ihr seht, es ist ein Ozean geschaffen worden, die sich alle und gegenseitig untereinander zitieren können, um zu zeigen, das ist das, was die Experten dazu sagen. Ja, vielen Dank, lieber Dirk. Also ich glaube, in einem der nächsten
Sendungen sollten wir uns vielleicht dann auch mal mit PR, Public Relation beschäftigen. Also Gustave Le Bon und Edward Bernays, die spielen ja dann eine große Rolle. Was die gedacht, gesagt, das sind auch soziologische Untersuchungen, gibt es auch eine herrliche Studie. Das sind keine französischen Starköche, das sind also Kapazitäten, aber da hat sich also Gesellschaften und ich sag mal Hochschulen haben sich orientiert und das so penibel wie möglich ausgebaut, um es letzten Endes auch für die Propaganda, für die Manipulation über verschiedenste Kanäle zu benutzen. Ne? Ich möchte einen kleinen Ausblick nochmal geben für eine andere Sendung, weil ich vorhin DPA auch ansprach. Es gibt hier in Deutschland auch ein Portal neben Picture Aliens, das also gehört alles zu DPA, nennt sich News Aktuell. Und wahrscheinlich kennt auch der Dirk diese Plattform. Die arbeiten und das müssen wir wirklich genau mal bis zur Preisliste vorstellen, wie PR geschickt den Lesern in die Redaktion gemischt oder auf den Redaktionstisch gelegt wird, die sie dann später, diese Journalisten, Fachjournalisten, dann in ihre redaktionellen Beiträge verarbeiten. Massiv, gerade für ja. Russlandkrieg gibt es aus England, gibt es sozusagen so Do-it-yourself-Webseiten für Journalisten. Wenn folgendes Argument kommt, antworten sie so und wenn die Antwort kommt, antworten sie so. Also alles vorgegeben. Das ist ein Hammer. Also massiv, das möchte ich massiv. Gerne mal hören. Ja. Das möchte ich gerne mal genauer hören. Meine Herren, ich danke herzlich für diese Runde. Ich würde euch gerne noch ein, zwei Sätze sagen lassen, wenn wir das ein oder andere noch nicht abgearbeitet haben. Ich bin mir ganz sicher, weil wir können das alle nicht sicherstellen in 1 bis 2 Stunden. Aber vielleicht eine Idee, eine Anregung, auf was wir in der nächsten Sendung zurückkommen werden. Willst du anfangen, lieber Thomas? Dem gibt es genug. Man kann sich das Thema Biolabore mal angucken. Man kann sich auch zum Veranschaulichen der Faktenchecker einen genauer mal anschauen, als wir das heute gemacht haben. Es gibt so viele Instrumente zur Meinungslenkung. Wir haben noch gar nicht gesprochen über die Instrumente der Stiftung selbst. Ich denke da an Projekt, jetzt nicht verwechseln, Project Syndicate in Prag und andere. Von daher, da gibt es noch unglaublich viel. Diese Art der Meinungslenkung, die jetzt am besten praktiziert wird, ist unglaublich vielfältig. Und da gibt es noch ganz viel, was man angucken kann, wo man vielleicht auch wirklich mal eins genauer anschauen, ohne mit den ganzen Gemüsegarten zu rennen. Es gibt Material genug. So, in diesem Sinne. Ja, lieber Sergej, was hättest du da? Eigentlich auch das, was der Thomas vorgeschlagen hat, dass wir wirklich etwas diese, weil wir haben ja eigentlich eine Sendung über Faktenchecker, aber da sieht man, das hängt zusammen sehr viele Organisationen und ich würde einfach mal diese Hauptstiftung und Hauptfinanzierungskanäle einfach mal etwas näher angehen, dass wir mal wirklich zeigen, wie viel Geld und wer investiert in die Meinung, die hier dann herrschen soll. Weil wir haben quasi jetzt über die Schutzmechanismen von dieser Meinung gesprochen, aber die wird ja speziell erzeugt und dann auch geschützt. Da sind die Faktenchecker, die diese Meinung schützen. Und dann natürlich auch, wir haben jetzt in den ganzen Monaten mittlerweile, die letzten Monate ja so viel über Waffenlieferungen gehört, dass die gemacht werden müssen. Und ich würde mal einfach mal ein Gespräch führen über was die dort anrichten, was die einrichten sollten. Das, uns wird ja nur erzählt, Ukraine braucht Waffen zum Beispiel, weil wir haben ja aktuell Ukraine. Und wer dafür bezahlt und wozu das führt oder führen kann, das würde ich als zwei wichtigste Themen, Meinung und weil jetzt wird Meinung erzeugt, dass die Waffen geliefert werden, wie das erzeugt wird, von wem und wozu das führt. Das wird vielleicht mal die zwei Sendungen wert sein. Ergänzung dazu, da hast du völlig recht. In Donetsk gibt es täglich Berichte, welche Kaliber dort einschlagen. Man kann sehr schön sehen, welche NATO-Waffen jetzt aktuell auf Donetsker Wohngebiete schießen. Man muss nur nach dem Kaliber 155 suchen, dann hast du die amerikanischen M777-Haubitzen. Und davon schlagen jeden Tag immer mehr in Donetsk ein. Also absolut korrektes Thema, absolut korrekter Vorschlag. Mhm. Lieber Markus, was würdest du empfehlen? Wenn ihr jetzt schon in der Ukraine seid, dann würde ich mich mit den ukrainischen Nachrichtenfabriken beschäftigen. Die sind ja da wie die Pilze aus dem Boden gesprießt. Und vor allen Dingen mit der Art und Weise, wie in den westlichen Medien damit umgegangen wird. Das heißt also, Deckard hat es schon mal angesprochen, das heißt also,
Wir sehen ein ums andere Mal, dass solche Meldungen irgendwie den Weg zum britischen Geheimdienst finden und dann wird das dann von da aus hier als quasi britische Meldung in den Äther geblasen, obwohl das ungeprüft übernommen wurde. Und die Frage ist halt, wenn ich jetzt so einen Nachrichtenkanal habe, der mir einmal eine falsche Nachricht liefert, wäre ich ja beim zweiten Mal automatisch viel vorsichtiger. Das Gegenteil ist aber der Fall. Wir kriegen ständig diese Nachrichten und das ist ja auch schon vor 8 Jahren der Fall gewesen, wie Bilder vertauscht werden, in einen komplett falschen Kontext gesetzt werden. Ich erinnere an den Hubschrauberabsturz. Dann H17. Hubschrauberabsturz, der wahlweise mal in Syrien war, mal wahlweise in der Ukraine. Da wurden immer falsche Bilder verwendet. Dann gab es damals wie heute ständig Falschberichte, die einfach mit falschen Bildern ausstaffiert wurden. Also die Bilder wurden mit einer vollkommen fremden Unterschrift versehen. Die Dinger werden ja professionell erzeugt. Also irgendjemand kann da mal ebenso schnell im 0, nix in 30 Minuten eine Falschmeldung raushauen. Mhm. Und das ist also eine Sisyphusarbeit, das Ganze wieder gerade zu rücken. Aber diese Meldungen finden ihren Weg sehr, sehr schnell in die Mainstream-Medien. Und die sagen am Ende immer, oh, große Entschuldigung, da haben wir uns mal wieder mal vertan, wenn man sie dann ertappt. Ne? Also, das wäre ein schönes Thema, aber sich auch mal zu gucken, wer macht denn diese Meldung da. Und da gibt es auch aus dem russischen Bereich, gibt es da interessante Informationen, weil die haben sich das genauer angeschaut. Dankeschön, Markus. Dirk? Das Thema, was du angeschnitten hast mit der PR, finde ich sehr wichtig, weil das diese konzertierte Beeinflussung der Öffentlichkeit ist. Wir haben es nicht mehr mit Journalismus zu tun, der aus der Vielfalt ein Bild erzeugt, sondern das Bild wird von oben vorgegeben und nach unten durchgedrückt. Und insofern ist das zwar interessant, wenn wir zum Beispiel die Fact-Checker einmal einzeln angucken, aber ich halte es für wichtiger, dass man kapiert, wie das Gesamtbild entsteht, dass es also eine konzertierte Aktion, eine gelenkte Presselandschaft ist, die uns das produziert, was wir jetzt haben, nämlich eine Tsunami-Wand an Propaganda, die über uns rübergeht. Also das heißt, das Thema PR in diesem Sinne, ja, also das heißt, wenn wir nochmal reingehen, auch diese anderen Outlets wie Bellingcat zum Beispiel, also wie wird das von Seiten der Nachrichtendienste und der Verteidigungsministerien, Kriegsministerien, die Begriffe stimmen ja alles nicht mehr. Ja. Also das ist ja Kriegsministerium. Wann hat sich denn die USA jemals verteidigt? Gegen was denn bitte? Ja? Also das ist sozusagen Angriffskriegsministerium, wäre das richtige Wort. Wenn man das betrachtet, also unter diesem Gesichtspunkt, deswegen finde ich, dass Einzelheiten sind gut, um zu belegen. Aber damit man versteht, was passiert, muss man ganz nach oben gucken. Ja? Oder von ganz oben gucken. Ja. Also wir konnten bestenfalls ein bisschen aus jedem Töpfchen mal herausnehmen und es auch beispielhaft erläutern. Aber wir brauchen halt mehrere Sendungen und ich glaube, der Zuschauer hat das heute auch gemerkt. Ich möchte mich bei euch bedanken, überhaupt generell für eure Arbeit. Denn es bedarf viel Aufwand in der Recherche und ihr seid in vielen Sendungen, die ihr auch vorbereiten müsst, auch die Quellenbelege heraus, dass es suchen müsst. Also das ist Sisyphus-Arbeit. Da möchte ich allen meinen Dank aussprechen. Ich beende heute die Sendung, so wie ich begonnen habe, mit Caitlin Johnston zu sagen, alles sei in Ordnung. Denn es steht den Leuten ja immer noch frei, zu Gap oder Truth Social zu gehen, um ihre Kritik an den etablierten ukrainischen Narrativen oder was auch immer zu äußern, ist genau dasselbe wie zu sagen, alles sei in Ordnung, weil die Leute ihre Kritik an der Regierung ja immer noch in ein Loch im Boden sprechen können. Freie Meinungsäußerung findet nicht statt. Die Zustimmung dazu erteilten wir in dem Moment, als wir diesen Mächten erlaubten, sich die vollständige Deutungshoheit darüber anzumaßen, was eine Fehlinformation ist. Ich danke und wünsche allen einen schönen Abend.